Ja, guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer. Es gibt nur eines, was Reiter noch lieber tun als reiten. Sie füttern ihre Pferde. Und deshalb stehen in den Ställen auch ziemlich viele bunte Dosen voller Zusatzfuttermittelchen, die Pferde gesünder machen sollen. Warum das aber so einfach nicht funktioniert und was Pferde wirklich brauchen, um gesund zu bleiben, das erfahren wir heute im Webinar der Pferdeconnection mit Tierarzt Dr. Kai Krehling. Dazu herzlich willkommen aus Stuttgart, liebe Hörerinnen und Hörer. Und ganz herzlich willkommen, lieber Dr. Krehling, im schönen Wald Algesheim. Vielen Dank. Ich stelle Ihnen kurz unsere Pferdeconnection vor, zu der ich mich ebenfalls zählen darf. Die Pferdeconnection ist eine Interessensgemeinschaft auf Xing, aber wir sind natürlich auch auf Facebook vertreten. Wir möchten den Austausch von Neuheiten, Erfahrungen und Pferdewissen fördern, zum Beispiel in Webinaren wie heute Abend. Und deshalb lade ich Sie an dieser Stelle auch herzlich ein. Alle Webinare der Pferdeconnection können Sie sich nämlich anschließend jederzeit auch auf YouTube anschauen. Ja, und ich bin Christine Felsinger, ich bin Biologin und Journalistin, habe 2015 den Blog Freund Pferd ins Leben gerufen. Zum Thema Pferdefütterung, weil dieses Thema natürlich mich als Pferdebesitzerin selbst auch sehr interessiert. Sie sehen hier noch meine Teamkollegen aus der Pferdeconnection, Susanne Wassenhofen, Alexandra Wassenhofen, Juliane Schmoll, Eva von Kalitsch und unser lieber Dr. Kai Krehling. Ja, und zu dem kommen wir nun auch. Unser geschätzter Fachmann, er ist einer der erfahrensten Praktiker in der Pferdeszene. Verfügt über einen riesigen Erfahrungsschatz, denn er hat seit 1989 wirklich schon tausende Pferde vor seinen Augen und unter seinen Händen gehabt. Als Chef der tierärztlichen Klinik Bienerwald in Wald-Algesheim setzt Dr. Krehling seine Erfahrung gleichzeitig auch als Gutachter, als Sachverständiger und als Turniertierarzt ein. Er ist auch FEI-Tierarzt. Er hat das WEKmeds gegründet, das ist ein Zusammenschluss aus Universitäten und Kliniken, aus Tierärzten und Kliniken. Er macht Schulungen, er lehrt an Universitäten, hält Vorträge auf Fachkongressen und er ist auch Mitherausgeber der medizinischen Fachzeitschrift Pferdespiegel. Und natürlich hat Dr. Krehling auch privat mit Pferden zu tun, denn er ist selbst aktiver Reiter, er ist auch Amateurreitlehrer und hat drei Kinder, die alle im Reitsport unterwegs sind, diese unterstützt er natürlich. Ja, und ganz interessant ist auch, dass er noch ein ganz spannendes Mitglied in seiner Familie hatte. Es war sein Vater, der ihm die ganzen Zeichnungen, die wir gleich nachher sehen werden, in seiner Präsentation gezeichnet hat, zur Verfügung gestellt hat. Ein großer Künstler, dem wir diese hübschen Karikaturen zu verdanken haben. Ja, Herr Dr. Krehling, welches Futter hält Pferde denn nun sportlich und gesund? Und was hören wir gleich von Ihnen in Sachen Zusatzfütterung? Ja, Frau Felsinger, erstmal vielen Dank für die Einleitung. Ganz kurz eine Korrektur. Also WEKmeds ist ein Zusammenschluss von privaten Pferdekliniken. Die Universitäten sind nicht dabei. Also nur, dass wir das auf dem richtigen Level haben. Das ist aber trotzdem eine sehr interessante und sehr spannende und sehr, sehr zukunftsorientierte Gesellschaft, die wir da gegründet haben. Das Thema, was wir heute Abend haben, sagten Sie schon, ist ein ganz spannendes, denn die Erfahrung zeigt ja, dass also im Laufe der Jahre die Futterwegen in den ganzen Reitställen immer größer geworden sind, weil der Platz für die Zusatzfutter musste ja irgendwo geschaffen werden. Und ich komme ja aus einer Zeit, in der das also wirklich vielleicht noch ein bisschen einfacher gehalten war. Ich bin schon ein alter Mann und in den früheren Jahren, als ich als Jugendlicher geritten bin, dann haben unsere Pferde Hafer und Heu bekommen. Das ist heute ein bisschen anders. Heute gibt es eben Ergänzungsfutter. Und ich versuche jetzt mal den Brückenschlag zu bekommen und das rauszufiltern, was wirklich notwendig ist und vielleicht die goldene Mitte irgendwo zu finden. Also zwischen dem gar nichts dazugeben und dem vielleicht dann doch sehr, sehr exzessiven Zusätzen bei der Pferdefütterung. Ja. Ja, prima, alles klar. Dann schauen wir doch erstmal rein, was unsere Webinar-Teilnehmer uns vorab schon einmal über sich und ihre Pferde verraten haben in Sachen
Zusatzfütterung beziehungsweise auch zu den Parametern, zu den Grunddaten Ihres Pferds. Wir haben wieder verschiedene Fragen gestellt, die sehen wir hier. Zum einen wollten wir ganz schlicht wissen, wie alt ist Ihr Pferd, und das ist natürlich für die Zusatzfütterung auch ganz wichtig. Da haben wir relativ wenige Teilnehmer mit ganz jungen Pferden, das ist wirklich unter 5%. Dann haben wir ein bisschen mehr, die gerade so im Anreitealter sind, 4 bis 6 Jahre Grundausbildung, 13%. 7 bis 12 Jahre haben wir immerhin ein Drittel. Und dann sehen wir doch, und das spiegelt so ein bisschen das Bild insgesamt unserer Pferdepopulation, 13 Jahre und älter sind tatsächlich fast die Hälfte aller Teilnehmerpferde, die wir heute hier mit dabei haben. Also nicht die Pferde, aber die Teilnehmer. Das ist vielleicht auch ganz interessant dann nachher für den Chat, wenn es um das Thema Zusatzfutter für ältere Pferde geht. Ja, dann ist natürlich ganz relevant, wie stark das Pferd gearbeitet wird, um zu beurteilen, wie es gefüttert wird. Intensiv anspruchsvoll oder 60 Minuten und mehr reiten pro Tag doch nur sehr, sehr wenige, nämlich 6,6%. Im mittleren Bereich sind die meisten unterwegs, nämlich 60% arbeiten täglich 30 bis 60 Minuten. Und im geringen, 2 bis 3 Mal pro Woche wird das Pferd bewegt, haben immerhin noch 31% angegeben. Das ist wahrscheinlich auch unsere Offenstallfraktion, wo nun nicht ganz zwingend gefordert ist, dass man täglich trainiert und reitet. Und wir haben dann noch gefragt, gibt es gesundheitliche Schwachstellen bei Ihren Pferden? Da haben wir mal eine ganze Palette aufgezeigt. Reduzierter Stoffwechsel, da antworten knapp 10%, dass das der Fall ist bei Ihrem Pferd, ebenso beim Thema Leistungsschwäche. Auch bei der Sehnen- und Bänderschwäche haben wir 10%. Gelenksschwäche mit langer Einlaufphase ist ja ein häufiges Problem, gerade bei älteren Pferden. Da haben wir schon 20%. Dann haben wir, ja, jetzt gerade im Winter auch wieder interessant, Thema Atemwegsprobleme mit 25%. Verdauungsproblematiken sind recht wenig ausgeprägt, ebenso die Rittigkeitsprobleme, naja, bei 5 bis 10%. Und dann die fehlende Losgelassenheit beim Reiten, da sagen doch 15%. Das beobachte ich bei meinen Pferden ab und zu. Ja, so weit das Stimmungsbild. Herr Dr. Kreling, ist das für Sie jetzt überraschend oder ist das das, was Sie auch in Ihrer täglichen Praxis in der Klinik sehen? Das ist also das, was wir in der täglichen Praxis durchaus auch sehen. 13 Jahre und älter ist die Population, die ich auch eingeschätzt habe, als ich diese Fragen formuliert habe, muss ich sagen, die also den höchsten Anteil an Ergänzungsfuttermitteln geben. Ich werde in meinem Vortrag auch die Geriatrie, ich nenne es mal Geriatrie, das sind die älteren Pferde mit einbauen, denn die benötigen doch schon mal die ein oder andere, ich sag mal, Stoffwechselunterstützung. Gerade jetzt zum Winter, da ist nämlich die Thermoregulation beim älteren Pferd doch nicht ganz so effektiv wie bei den jüngeren Pferden, und wir müssen natürlich schauen, dass wir gerade in dieser Fellwechselzeit dem Pferd auch die Unterstützung geben, damit eben entsprechend Fell gebildet wird und dieser Thermoregulations-, also Wärmeschutz, dann auch stattfindet. Also eine Sache, mit der ich kalkuliert habe. Auch bei der Belastung, denke ich, war das so eine Vorahnung, die ich hatte, dass also eine mittlere Belastung von diesen 30 bis 60 Minuten pro Tag so die Standardbelastung ist und nur wenige also tatsächlich sehr, sehr intensiv und sehr, sehr hochsportlich das Pferd trainieren. Aber für mich als Information sehr wichtig, denn ich möchte natürlich auch denjenigen Informationen geben, die uns zuhören. Und wenn ich jetzt auf, ich sag mal, die Sportreiter fokussiere und wir haben wirklich nur wenige, dann ist es natürlich vorbei. An der Interessensgruppe. Die Situation, was für Beschwerden hat Ihr Pferd, verteilt sich ja hier. Das ist auch ganz gut so, denn es gibt ja für jeden etwas dabei. Die Atemwege sind natürlich gerade zu dieser Jahreszeit, hatten Sie schon gesagt, immer wieder ein Thema. Und beim Pferd ist immer der Bewegungsapparat ein Thema. Auch das spiegelt sich hier wieder in den entsprechenden Zahlen und Prozentzahlen. Also ich denke, da liegen wir wirklich auch in etwa auf dem durchschnittlichen Effekt draußen in der Pferdewelt. Ja, prima. Dann hält uns ja jetzt nichts mehr auf. Herr Dr. Kreling, bitte füttern Sie uns mit jeder Menge Wissen über Zusatzfutter. Viel Spaß, viel Vergnügen und bis später im Chat. Ja, Frau Felsinger, vielen, vielen Dank nochmal für die Einleitung. Es geht heute
um die Futterergänzung. Und was ich an für sich oder mein Ziel ist, die, ich sag mal, das Bewusstsein für das Zusatzfutter ein klein bisschen auf vernünftige Beine zu stellen. Denn häufig ist es so, dass doch mehr hilft oder viel hilft viel, so auch das Zusatzfutter verteilt wird. Nicht jedes Futterzusatzfuttermittel ist notwendig und in vielen Fällen ist also weniger sogar mehr. Das heißt also, grundsätzlich sind unsere Pferde auch von der Energie her doch relativ sehr, sehr gut versorgt, fast zu gut versorgt, sie werden zu wenig gearbeitet. Wir haben das eben im Chat gesehen oder in den Fragen gesehen, dass also im Grunde genommen der große Teil, der Löwenanteil der Zuhörer ihre Pferde 30 bis 60 Minuten am Tag reitet. Damit lasten sie ein Pferd wirklich nur in einer gewissen Grundkondition aus. Das ist noch keine sportliche Spitzenbelastung. Also insofern müssen wir auch der Belastung entsprechend unsere Pferde füttern. Nun geht es also darum, braucht mein Pferd überhaupt Futterergänzungsmittel, beziehungsweise welche braucht es und wann braucht es sie? Und das wollen wir so ein bisschen versuchen in diesem Vortrag dann herzuleiten. Thema ist, und da sagte Frau Felsinger ja schon, ich habe so ein paar Karikaturen drin, sind alle von meinem Vater gemalt. Er lebt nicht mehr, hat mir aber sehr viele von diesen Karikaturen hinterlassen, die ich natürlich immer gerne mit einbaue. Jeder Karikaturist hat immer so eine kleine Spitzfindigkeit dabei. Die Spitzfindigkeit hier ist natürlich klar, wir füttern aber unsere Pferde natürlich exzessiv. Und das ist schon mal der erste Einstieg, dass sie also bei der Grundfütterung, hat jetzt mit den Futterzusätzen nicht so viel zu tun, aber die Grundfütterung an Energie, die muss also auf einem vernünftigen Level sein. Und es kann nicht sein, dass wir ein Pferd, was wir dann eben 30 bis 60 Minuten am Tag arbeiten, noch mit sehr viel Energie füttern. Dann wird also irgendwann die Energie nicht mehr verbraucht. Und das Thema ist, Energie, die nicht verbraucht wird, was passiert damit? Sie wird als Reservestoff im Körper angesetzt. Das kennen wir alle. Der Reservestoff ist Fett. Das heißt also, ein Pferd, was überfüttert ist, setzt Fett an, Fett belastet dann im Grunde genommen alle Strukturen wie Atemwege, wie das Herz, vor allen Dingen aber auch natürlich den Bewegungsapparat mit den Gelenken und den Sehnen. Und es kann nicht das Ziel sein, dass wir mit irgendwelchen Zusatzfuttermitteln dann wieder versuchen, diese Schwachstellen durch einen Zusatz zu regenerieren, sondern da muss man, und das ist eben ganz wichtig, das will ich auch hier im Vorspann sagen, wir sind verantwortlich dafür, dass die Fütterung unseres Pferdes, die Grundfutterarten unseres Pferdes ein vernünftiges Maß haben und dann im Prinzip auch die, ich sag mal, Strukturen nicht überlastet werden. Das ist das Allerwichtigste. Ja, und das hat im Prinzip dann, oder ist ein ganz wichtige Voraussetzung, bevor wir überhaupt über Zusatzfuttermittel sprechen. Was sind Futter überhaupt? Ich will das Feld so ein ganz klein bisschen von hinten aufrollen. Das heißt, die Grundfutter oder zu den Grundfuttern gehört im Prinzip das Heu. Gutes Heu ist ausreichend. Für die meisten Pferde sogar würde gutes Heu ausreichen, zumindest die, die nur unregelmäßig, vielleicht zwei, dreimal die Woche geritten werden und dort auch nur in einer niedrigen Geschwindigkeit. Dann ist Heu ausreichend. Pferde verbrauchen ja im täglichen nicht sehr viel Energie. Ganz anders als die, ich sag mal, Urpferde, die sie ja gelaufen sind, die also zig Kilometer am Tag hinter sich gebracht haben, um überhaupt an ihr Futter oder an ihre Wasserstelle zu kommen. Das fällt bei unseren Pferden weg. Das heißt, diese Pferde, die heute, ich sag mal, im Stall stehen oder auf dem Paddock oder auch im Offenstall stehen, bewegen sich deutlich weniger als das alte oder das eigentliche Urpferd. Sie brauchen also im Grunde genommen relativ wenig Energie. Heu reicht. Ja, die meisten Pferde sind mit Heu ganz total glücklich. Dazu kommt dann, wenn wir eben über eine gewisse Menge an Energiebedarf gehen, das heißt also den Bedarf erhöhen durch Belastung. Und die Belastung wäre dann zum Beispiel dann schon mal 60 Minuten Arbeit, beziehungsweise was da drüber ist, dann braucht das Pferd zusätzliche Energie, die kriegen wir dann durch eine Energie oder eine energiereiche Fütterung, in dem Moment vielleicht Hafer oder ansonsten auch Ergänzungsfutter, Fertigfutter, die also im Grunde dann tatsächlich die Haferheufutterration ergänzen. Ergänzungsfutter ist im Prinzip, gehört noch in die Grundfutter mit hinein. Alles das, worüber wir jetzt reden, sind Additiva, die im Prinzip irgendwelche Defizite beim Pferd oder bei der Ernährung des Pferdes ausgleichen. Und das sind diese sogenannten Futterzusätze, die im Grunde genommen Mangelerscheinungen im Grunde vorbeugen sollen. Also wir wollen ja gar nicht erst eine Mangelerscheinung aufkommen lassen, sondern wir wollen sie im Prinzip vorbeugen, indem wir tatsächlich die Substanzen wie Elektrolyte, wie Spurenelemente und Vitamine
wirklich dem Pferd zur Verfügung stellen, damit es im Endeffekt gar nicht erst in irgendein Defizit kommt. Dann gehören dazu natürlich die Immunprophylaxe-Präparate. Das ist gerade jetzt im Moment in dieser Übergangszeit. Fellwechsel ist voll im Gange oder ist fast schon abgeschlossen. Die Jahreszeit wird kalt, es wird kalt und feucht. Tagestemperaturen schwanken sehr intensiv. Das sind die Zeiten, in der die Pferde, wie die Menschen übrigens auch, sehr empfindlich sind. Wichtig ist natürlich auch, dass wenn wir Leistungen abverlangen bei einem Pferd, und dann geht es nicht nur um die Energie, es geht teilweise auch um die Unterstützung der entsprechenden leistungsproduzierenden Organe, Herz und Kreislauf gehört dazu. Wir wollen unsere Pferde, auch wenn wir sie jetzt mal nicht zu fett füttern, ich gehe mal davon aus, das ist eine Selbstverständlichkeit bei allen denen, die hier zuhören, brauchen wir durchaus bei dem einen oder anderen Pferd eine Unterstützung der entsprechenden Stoffwechselsituation an den Beinen oder auch an den gesamten Körper, anatomischen Körperbau. Dazu gibt es einige Substanzen, über die wir reden wollen. Wir reden auch über die, ich sag mal, Funktion Leber, Niere, Lunge. Das sind also ganz wichtige, ganz wesentliche Organstrukturen. Das sind im Prinzip die Motoren oder die Energieproduzenten im Organismus, und die müssen wir pflegen, die müssen wir leistungsfähig halten, und da gibt es auch die eine oder andere Möglichkeit, das zu tun. Was wichtig ist und ein ganz, ganz wesentlicher Faktor bei unseren Pferden ist Stress. Stress ist also etwas, was zwar ein modernes Wort ist, aber manchmal nicht so wirklich auch im Sinne der Biologie genutzt wird. Beim Pferd kommt es relativ häufig zu Stresssituationen. Allein der Fellwechsel ist ein Stress. Das Leben in einer Herde, in der vielleicht der ein oder andere, das ein oder andere Pferd rangnieder ist, ist ein gewisser Stress. Vor allen Dingen, wenn die, ich sag mal, wenn der Raum relativ begrenzt ist. Transportiert werden im Hänger, Turnierteilnahme, alles das sind Stressoren, die wir dem Pferd in einer gewissen Form natürlich irgendwie zuerkennen müssen. Und da müssen wir das eine oder andere vielleicht oder können das eine oder andere ergänzen. Haut und Hufhorn ist eine Problematik, denn wenn es gibt ja so einen schönen Spruch, ohne Huf kein Pferd. Das heißt also, die Hufqualität, die Hufkonsistenz, die können wir beeinflussen, und also darüber reden wir. Und natürlich die Geriatrie. Das heißt also, Geriatrie hört sich jetzt schon so ein bisschen nach dem Rentnerpferd an, aber viele unserer Pferde, gerade die über 13 sind, sind schon fast Rentner, oder ich nenne es immer mal Edelrentner, weil sie aufgrund anderer Probleme meistens ja der Bewegungsapparatssituation nicht mehr leistungsfähig sind, und diese Rentner in Anführungsstrichen, die sich dann nicht mehr viel bewegen, die nicht mehr viel geritten werden, die kann man so ein bisschen unterstützen, damit eben im Prinzip tatsächlich Gelenksfunktionen, Sehnenfunktionen und so weiter im Alter oder im Alter älter werdenden Pferd auch wieder weiter funktionieren. Die Basisernährung des Pferdes, das soll mein Eingang sein, womit wird unser Pferd ernährt? Hauptsächlich mit Kohlenhydraten. Es wird immer viel bei der Pferdefütterung über Eiweiß gesprochen. Und das heißt, Eiweiß macht Hufrehe und Eiweiß macht alle möglichen Erkrankungen. Eiweiß macht keine Hufrehe. Und Eiweiß macht beim Pferd auch relativ wenig Erkrankungen, wenn es in einem vernünftigen Maß gegeben wird. Kohlenhydrate, das ist der Inhaltsstoff, von dem das Pferd eigentlich lebt. Das ist der Energiebooster oder der Energiehaushalt. Und Kohlenhydrate ist nichts anderes als Zucker. So, und was haben wir noch? Wir haben natürlich das eine oder andere Protein oder Eiweiß dabei in der Fütterung, und das hängt auch so ein bisschen davon ab, ob wir ein junges Pferd haben, das noch im Aufbau ist, das ein sogenanntes Struktureiweiß benötigt, dann ist eine Eiweißfütterung durchaus auch sinnvoll, oder bei Pferden, die aus einer Phase kommen, wo sie wenig gearbeitet wurden und in eine Trainingsphase einsteigen, da wird auch Struktureiweiß benötigt, um Muskelmasse aufzubauen. Das sind die Gründe für eine Eiweißfütterung beim Pferd. Und das, was das Pferd am meisten auch benötigt, ist Rohfaser. Das heißt, sehr wenig Energie, sehr viel Masse. Diese Masse wird benötigt, um den Magen-Darm zu füllen, um einfach das ganze System in Gange zu halten. Ohne Füllung des Darmes funktioniert der Darm nicht. Und es kann eben ein Pferd dadurch auch nicht verstoffwechseln, also die entsprechende Futter oder die Fütterung oder das Futter entsprechend aufnehmen. Wichtig, und da kommen wir nachher dazu, sind Fettsäuren. Pferde sind sehr, sehr gute Fettverdauer. Fettsäuren sind Energielieferanten und geben gleichzeitig natürlich aber auch wichtige Stoffe dem Pferd zur Verfügung, wie diese ungesättigten Fettsäuren. Das gibt diese Omega-3, Omega-6-Fettsäuren. Haben Sie alle schon mal gehört, ist im Prinzip vor allen Dingen in diesen März-Spezialdragees oder in solchen Zusätzen für im Humanbereich sehr gut verfügbar, dass dort also alles das, was für die Haut, für das Hufhorn, für den Hautstoffwechsel verantwortlich ist,
für das Hufhorn beim Menschen weniger, bei uns sind es die Nägel, die dann schön wachsen, aber beim Pferd ist es eben mal das Hufhorn. Und dann gibt es die ein oder andere, ich sag mal, Zusatzsituation, Mengen- und Spurenelemente und natürlich die ein oder andere Vitaminzugabe, die vor allen Dingen im Winter, wenn es nicht so lange Tageszeiten sind, also das Licht relativ wenig einwirkt, dann auch durchaus essentiell sind. Das heißt, man muss sie zugeben, damit die Pferde es in ausreichender Menge haben. Vergessen Sie nicht das Wasser. Das Wasser gehört zur Pferdefütterung dazu. Das Pferd verbraucht sehr viel Wasser. Der Grundbedarf des Pferdes liegt in etwa bei 30 Litern. Das hängt natürlich von der Jahreszeit ab. Aber diese 30 Liter, die sollte man im Kopf haben, die sollte man dem Pferd dann auch zur Verfügung stellen. Wenn ich über Futtermittelergänzung spreche, nehme ich mal ein Thema heraus, und das sind die Fette. Was gibt es beim Grundfutter an Fettressourcen? Relativ wenig. Es ist also nicht so, dass wir also bei Hafer-Heufütterung einen hohen Fettanteil drin haben. Fett ist allerdings ein hochwertiger Energieträger. Also ich hatte vorhin gesehen, da ist das ein oder andere Pferd, es hat ein Rittigkeitsproblem. Rittigkeitsprobleme können auch natürlich auch mal eine, ich sag mal, kurz verfügbare Energiereserve oder fehlende kurz verfügbare Energiereserve bedeuten. Das wäre etwas, was wir mit Fetten ganz gut substituieren können. Das heißt also im Grunde genommen Leinöl, ein wunderbares Fett, weil es einen sehr, sehr hohen Anteil an ungesättigten, auch mehrfach ungesättigten Fettsäuren hat und zum Beispiel dann diese Omega-3-Fettsäuren beinhaltet. Es sollten natürlich Pflanzenöle verwendet werden. Mir ist es auch schon vorgekommen, dass da tierische Öle angewandt werden. Das ist natürlich für einen Pflanzenfresserorganismus nicht verwertbar. Also achten Sie natürlich bitte drauf. Nochmal als kleiner Nebentipp, Pflanzenöle zu verwerten. Und Pflanzenöle sind unter anderem auch schön für das Fell. Das heißt, wenn Sie also Pflanzenöle geben, haben Sie nicht nur Energie, Sie haben auch eine gewisse Verbesserung der Magen-Darm-Funktion. Und sie haben, das ist äußerlich sichtbar, eine sehr gute Fellstoffwechselsituation. Unsere Pferde sind ja nun, ich sag mal, sehr kräftig. Die sehen ja, sind ja stabile, große, imposante Tiere. Man, ich sag mal, übersetzt das gleich mit einer gewissen Grundstabilität auch in der Gesundheit. Dem ist nicht so, weil wir unsere Pferde im Grunde genommen natürlich auch nicht ganz so halten, wie es an für sich die Natur vorgesehen hat. Und daraus entstehen natürlich, ich sag mal, die ein oder andere Sozialisierungserkrankung. Und diese Erkrankungen können im Prinzip häufig ganz gut ersetzt werden durch ganz kleine Mengen an Futter, und die sind wirklich sehr, sehr mengenmäßig sehr, sehr klein. Das sind die Mineralstoffe und die Spurenelemente. Es ist heute nicht mehr Usus, dass jedes Pferd einen Salzleckstein in der Box hat. Das wäre die einfachste Form der Ergänzung von Mineralen und Spurenelementen, zumindest von Salzen. Salz ist der größte Anteil davon. Und im Grunde genommen ist die ein Salzleckstein oder auch ein Mineralleckstein, das gibt es ja auch, im Grunde genommen schon oder deckt schon einen ganz, ganz großen Anteil dieser Mineral- und Spurenelementbedarf ab. Wenn wir das nicht haben, wenn also die Salze fehlen, ist es ein deutliches leistungsreduzierender Effekt. Das heißt also im Grunde genommen, Salze werden benötigt, Salze werden für alle Stoffwechselvorgänge benötigt, vor allen Dingen auch zum Beispiel beim Pferd für die Leistungsfähigkeit, für das Schwitzen, für die Blutfließeigenschaften und. Aus dem Grunde ist es ganz wichtig, und dadurch, dass eben so viele Stoffwechselvorgänge davon abhängen, ist auch die Gesundheit, die Allgemeingesundheit des Pferdes dadurch deutlich eingeschränkt. Welche Mineralstoffe brauchen wir denn eigentlich, wenn wir über Mineralstoffe reden? Es ist das Calcium. Das ist jetzt nicht das Allerwichtigste, es fängt mit C an, deshalb steht es jetzt hier ganz oben. Calcium ist eine Substanz, die wir im Grunde genommen in den Ergänzungsfuttern, in den Fertigfuttern auf jeden Fall drin haben. 21 Gramm am Tag sind da ausreichend. Im Grunde genommen würde das hier den Bedarf eines Pferdes decken. Wenn Sie sagen, mein Pferd kriegt nur Heu und Hafer, das ist so ein bisschen ein Problem, wenn wir eine reine, Haferfütterung oder Getreidefütterung haben. Da muss man vielleicht mal das ein oder andere ergänzen. Dann kann man das zum Beispiel über Futterkalk ergänzen. 60 bis 80 Gramm Futterkalk entsprechen etwa der Tagesmenge eines Pferdes. Dann brauchen wir Phosphor. Phosphor steht jetzt hinter dem Calcium, weil das Verhältnis zwischen Calcium und Phosphor ist entscheidend. Das heißt also nicht nur die Menge an Futterkalk oder Calcium, sondern auch das Verhältnis von dem verfügbaren Calcium zum Phosphor im Organismus. Und wenn das stimmt, das sollte immer irgendwo zwischen 2 zu 1 zu 1, 1
2:1 oder 3:1 sein, dann haben wir im Grunde genommen eine günstige Ausgangsposition für die Situation. Sie steht Ihnen übrigens auf den Futteranhängen manchmal dabei, so dass Sie das dann tatsächlich auch da ablesen können. Ein ganz, ganz einfacher Mineral ist, oder ein ganz einfaches Mineral ist das Natrium. Natrium ist ganz einfach zu füttern. Natriumchlorid, NaCl, ist im Prinzip Kochsalz. Das heißt also, dieses Natrium ist etwas, was ganz, ganz einfach zu füttern ist. Und das kriegen Sie über das Kochsalz, über das, den Salzleckstein, also auf jeden Fall dem Pferd entsprechend zugeführt. Es gibt Magnesium. Magnesium ist eine Substanz, die in kleiner Menge auch der vor allen Dingen für die Nervenversorgung des Pferdes zur Verfügung stehen muss, allerdings auch für den Muskelstoffwechsel. Und es gibt das Kalium. Das Kalium ist ganz wichtig, weil Kalium ist für den Herz, für die Herzaktion wesentlich. Das heißt also, die Kalium-Natrium-Pumpe des Herzens ist wichtig, damit das Pferd wirklich auch leistungsfähig ist. Kalium geht vor allen Dingen im Sommer viel verloren. Kalium wird über den Schweiß verstoffwechselt. Der Kaliumgehalt im Pferdeschweiß ist verhältnismäßig hoch. Das heißt, wenn das Pferd intensiv schwitzt, braucht es Kalium wieder sozusagen in der Ergänzungsernährung. Und Kalium können wir zum Beispiel über eine Banane sehr, sehr gut ersetzen. Bananen sind sehr kaliumhaltig. Es kommt noch dazu Schwefel in sehr kleinen Mengen, Chlor in sehr kleinen Mengen, sodass wir das also im Prinzip, wenn wir dann eine Hafer-Heufütterung haben, in der Regel auch schon erledigt haben. Was wie gesagt ein wichtiges Thema ist, ist das Verhältnis Calcium zu Phosphor. Calcium wird in der Regel erst etwas zugegeben, damit dieses Verhältnis entsteht. Und über die Futterkalkergänzung können Sie dieses Calcium-Phosphor hinsichtlich der, ich sag mal, positiven Entwicklung des Calciums auf jeden Fall unterstützen. Kalium-Natrium, das Kalium wie gesagt als herzmuskelfunktionsunterstützendes Mineral und das Natrium für die Gesamtsituation, also Salzkonzentration des Pferdes, ist eine, ich sag mal, eine Verhältnis 5:1. Das ist für Sie schwer nachzuvollziehen, aber wenn Sie im Grunde genommen einen Salzleckstein haben, wo Sie Natriumchlorid haben, also Natrium und Chlor, und dann im Prinzip darauf achten, dass eben das Kalium entsprechend ersetzt wird, über zum Beispiel eine Banane, dann sind Sie auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Nun müssen Sie nicht jetzt die Edeka da an der Ecke plündern und die ganzen Bananen kaufen. Also im Grunde genommen ist es so, dass vor allen Dingen dann, wenn Sie extreme Belastungssituationen haben, wie zum Beispiel im Sommer, Pferd schwitzt intensiv oder Ihr Pferd wird jetzt vielleicht gerade gearbeitet, es ist ja außen noch relativ warm und die Pferde haben sehr langes Fell, auch dann kommt es zu extensiven Schwitzen oder intensiven Schwitzen. Dadurch können Sie natürlich den Kaliumhaushalt reduzieren, da geben Sie Banane dazu, sonst natürlich aber nicht an jedem Tag. Die Spurenelemente, das sind kleine Substanzen, die sind noch weniger konzentriert. Die braucht das Pferd in noch kleineren Mengen, deshalb heißt es Spurenelemente, sind noch Spuren davon notwendig. Ich gehe jetzt etwas schneller darüber, das ist Eisen für die Bildung von roten Blutkörperchen, das ist Mangan, auch für die Sexualfunktion, vor allen Dingen bei Hengst und Stute im Frühjahr, kann man immer mal so ein bisschen gucken, ist genügend Mangan in der Ernährung drin, in der Diät, so dass man also im Grunde genommen da die richtigen Voraussetzungen schafft. Zink für den Hautstoffwechsel, auch das ist in diesen, ich sag mal, März-Spezialdragees, ich habe es mir mal vorzeigen lassen, es ist tatsächlich so ganz einfaches Präparat, in dem auch Zink vorhanden ist, für eine Verbesserung zum Beispiel der Fingernagelsituation, funktioniert beim Pferd genauso, nur dann natürlich für den Huf. Kupfer ist wichtig, gerade bei den Fohlen, in der Entwicklung kommt es dazu, dass dann doch bei Kupfermangel es zu Entwicklungsstörungen kommt. Jod ist, kennen wir alle von der Schilddrüse. Jod ist wesentlich für die Schilddrüsenfunktion. Das ist also ein ganz kleiner Anteil, 2 Milligramm am Tag. Sie kennen das vielleicht von den Vögeln, die kriegen diese Jod-S11-Körnchen. Das sind im Prinzip einfach Konzentrate von Jod, weil die etwas höheren Stoffwechsel haben für dieses Jod. Beim Pferd ist es etwas deutlich niedriger, auch im Verhältnis, ist in aller Regel in der Fütterung auch enthalten. Kobalt, ganz kleine Mengen, ist auch sicherlich nichts, was man dazugeben würde. Und das, was an für sich relativ häufig diskutiert wird, ist das Selen. Selen ist also ein Antioxidans, was wir im Grunde genommen in der Kombination mit Vitamin E, ebenfalls antioxidierend, für den Muskelstoffwechsel verwenden.
Ich kann nicht so ganz genau sagen, warum Selen so hoch im Rennen steht, aber über Selen wird halt sehr, sehr viel gesprochen. Selen wird häufig auch im Blut gemessen und dort werden eben repräsentative Werte gemessen. Wir sind uns alle im Klaren, dass die Blutwerte sicherlich nur eine begrenzte Aussagekraft haben, was die Selenkonzentration im Organismus angeht. Das hat aber eine gewisse, ich sag mal, zumindest eine gewisse Tendenz können wir ablesen. Und wenn die Selenwerte wirklich extrem niedrig sind, dann macht es sicherlich durchaus auch mal Sinn, Selen zu ergänzen. Da gibt es genügend Präparate auf dem Markt, in der Regel in der Kombination mit Vitamin E. Das ist unser Ziel. Unsere Pferde sollen jetzt nicht nur gut ernährt sein, sollen sich auch gut fühlen. Das heißt also im Grunde genommen, wir brauchen also diese, ich sag mal, diesen Gesundheitsprophylaxe-Effekt. Und die Gesundheitsprophylaxe, die können wir im Grunde genommen tatsächlich jetzt mit einer Substanz füllen. Das heißt also, die einzelnen Gruppen habe ich Ihnen vorgestellt. Aber Sie wollen natürlich auch wissen, wo ist denn zum Beispiel eine Substanz drin, die mein Pferd braucht. Und damit Ihre Pferde eben keine Mangelerscheinungen zeigen, kann man durchaus mit der roten Beete die Pferde füttern. Rote Beete wird vom Pferd sehr, sehr gut aufgenommen, schmeckt an den Pferden offensichtlich sehr gut. Dort ist Vitamin B und C drin, vor allen Dingen Eisen und Folsäure. Alles etwas, was im Prinzip für den allgemeinen Stoffwechselsituation und vor allen Dingen für die Blutbildung einen wesentlichen Einfluss hat. Also wenn Sie ein Pferd haben, was so ein bisschen schwach ist im Stoffwechsel, ein bisschen raues Fell, blasse Schleimhäute, nicht leistungsfähig, immer mal wieder kränklich, dann ist zum Beispiel tatsächlich rote Beete, ganz einfach, ganz billig, ein relativ einfaches Mittel, unseren Pferden damit zu helfen. Ginseng ist eine Pflanze, die sehr, sehr gut funktioniert, und zwar als Stressregulator, aber auch im Prinzip in der Reproduktion bei Stute und Hengst und im Grunde genommen auch als Leistungssteigerung. Das heißt also, Ginseng können Sie nehmen bei Pferden, bei denen Sie den Eindruck haben, dass also dieser Speed, dass so ein bisschen das Tempo, so ein bisschen der Turbo ausgeschaltet ist, dann hat tatsächlich dieses Ginseng einen echten Effekt. Saponine sind im Prinzip die Wirkstoffe, die das dann auslösen. Und das, was eine sehr, sehr gut und sehr, ich meine, fast schon meine Lieblingspflanze ist, ist die Artischocke. Das Cinarin in der Artischocke hat einen sehr guten neutralisierenden Effekt auf, ich sag mal, Radikale, die irgendwo entstehen. Das heißt also, bei einem insuffizienten, nicht funktionierenden Stoffwechsel kommt es zu einer Produktion von aggressiven Substanzen. Und diese radikalen Fänger, da gehört die Artischocke mit dazu, neutralisieren diesen Effekt. Und das kann sehr, sehr häufig kommen unter Stress, unter hohen Belastungssituationen, aber auch unter, ich sag mal, Krankheitssituationen. Das heißt, die Artischocke macht dort einen deutlichen Effekt. Vor allen Dingen auch, wenn Sie entzündliche Komponenten auch in den Gelenken zum Beispiel haben, ist häufig Artischocke dabei. Ansonsten wird die Leber damit angeschoben. Es gibt auch einen appetitanregenden Effekt. Und es soll auf die Verdauung einen sehr guten Effekt haben. Ich habe es jetzt persönlich noch nicht bei den Verdauungsproblematiken eingesetzt. Was haben wir noch? Propolis ist im Prinzip ein Wirkstoff, der in dem Bienenharz ist und der ist sehr schön auf natürliche Art und Weise neutralisierend, keimneutralisierend und immunstimulierend. Also das ist etwas, was Sie bei einem Infekt beim Pferd, vor allen Dingen auch bei diesen Virusinfekten, die ja nun im Moment relativ häufig grassieren, gut einsetzen können, denn den Virus kriegen Sie mit einer Antibiose nicht behandelt. Sie sind im Grunde genommen darauf angewiesen, das Immunsystem des Pferdes so weit zu stimulieren, dass das Immunsystem spezifisch dieses Virus eliminiert. Und dazu wäre zum Beispiel Propolis gut, aber auch Echinacea, das ist auch ein Pflanzenextrakt, was einen sehr, sehr hohen immunstimulierenden Faktor hat. Also die beiden in Kombination wäre etwas, was sicherlich für so eine Situation sehr ideal wäre. Zistrose ist eine Blatt oder ein Harz des Blattes von der Pflanze Zistrose. Und dieses Harz ist ebenfalls Bakterizid und auch Virizid, also wirkt gegen Bakterien, wirkt we gegen Viren und auch gegen Fungizid steht hier drin, auch gegen Pilze. Sie werden sagen, das ist ja ein fantastisches Mittel. Das Harz dieser Blätter der Zistrose kann man allerdings sehr gut äußerlich anwenden. Also gerade bei einer zum Beispiel Strahlfäule, einer kontinuierlichen Strahlfäule, wo viele Substanzen und viele Erreger zusammenspielen, Bakterien, teilweise Viren und vor allen Dingen aber auch natürlich Pilze, kann dieses Extrakt zum Teil wirklich sehr, sehr gute Hilfe leisten.
Unsere Pferde sind natürlich neben einer allgemeinen Gesundheit im Grunde genommen Lauftiere. Die sind Tiere, die also im Grunde genommen Bewegung machen. Bewegung ist eine Grundqualität des Pferdes, eine Lebensqualität des Pferdes wird dadurch generiert. Und zur Bewegung gehört natürlich die Gelenksfunktion. Und die Gelenksfunktionen lassen sich durch das MSM. Ja, das ist also, ich will Ihnen den Namen nicht erklären, wie das wirklich in Wirklichkeit heißt, aber es ist also eine Abkürzung, die geläufig ist. MSM ist also ein Wirkstoff, ein organischer Schwefel als Gerüststoff sozusagen, dem Pferd zu abreichen. Man hat immer mal wieder den Eindruck, dass wenn man MSM gibt, dass die Pferde sich leichter, lockerer, entspannter bewegen. Hat sicherlich damit zu tun, dass es auch eine gewisse abschwellende Wirkung hat und eine gewisse schmerzlindernde Wirkung. Wirkung. Achtung, MSM ist 48 Stunden positiv ADMR, das heißt ADMR, es sind die Anti-Doping- und Medikationsregeln der FN, nach denen müssen wir uns richten, das müssen wir wissen, denn sonst kann man in eine Falle tappen, kann seinem Pferd was Gutes tun und ist gleichzeitig dann ein Dopingsünder. Also sind Sie bitte vorsichtig, lassen Sie sich da bitte entsprechend beraten, wenn Sie irgendwelche Zusatzergänzungsfuttermittel bei Ihrem Pferd anwenden und gleichzeitig aufs Turnier gehen wollen. Chondroitinsulfat ist eine Substanz, die in der Knorpelsituation oder im Knorpelaufbau gebraucht wird, auch in der Regeneration des Knorpels auch gebraucht wird, hat in sich auch einen entzündungshemmenden Effekt und hat vor allen Dingen einen Effekt auf die, ich sag mal, auf die zellschädigenden Enzyme. Der Organismus, gerade der Gelenksorganismus, sondert Enzyme aus, die dann tatsächlich den Knorpel schädigen können. Und da kann im Prinzip das Chondroitin Sulfat helfen, um einfach diese Aktivitäten etwas zu reduzieren oder zu blocken. Und dann haben wir das, was viele von Ihnen kennen, die Hyaluronsäure wird aus dem Extrakt der grünlippigen Tiefseemuschel gewonnen. Das ist also eine Substanz, die also, ich sag mal, wenn man sie dann in einer Lösung hat, so richtig dickflüssig ist, so ein bisschen honigartig ist, man spritzt es direkt ins Gelenk zum Beispiel, um die Gelenkschmiere zu ersetzen oder zumindest aufzubessern. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Substrat, was wir im Grunde genommen dann in die Gelenke direkt injizieren. Als Ergänzungsfuttermittel wird es angeboten. Man streitet sich über die Effektivität des Hyalurons oder der Hyaluronsäure in den Ergänzungsfuttermitteln. Ich persönlich denke nicht, dass es einen Rieseneffekt hat. Und dann ist es das Vitamin C, was wir sehr gerne natürlich bei uns Menschen aufnehmen, als Immunverbesserer. Das ist beim Pferd nicht unbedingt ein Immunverbesserer. Es ist einfach so, dass das Vitamin C ein Stoffwechselbeschleuniger ist, eine unterstützende Substanz ist, die wir vor allen Dingen dann in der Verbindung mit der Aufnahme von MSM, diesem organischen Schwefel, geben. Das heißt also, es ist die Bioverfügbarkeit, das heißt also, die Aufnahmefähigkeit des Körpers, diesen Schwefel aufzunehmen, wird besser in der Verbindung mit Vitamin C. So kann man sich das vorstellen. Die Bewegung wird ja nicht nur über das Gelenk generiert, sondern auch über die Sehnen. Die Sehnen sind also ein wesentlicher Teil. Ohne Sehnen, die Verlängerungsarme der Muskulatur, funktioniert ein Organismus nicht und auch da wirkt MSM, auch da wirkt Chondroitinsulfat und auch da kommt es dazu, dass Glucosaminoglykane, also Glucosaminsulfat, eingesetzt wird, um die Stabilität, den Stoffwechsel der Sehnen wieder in Gange zu halten. Wir sprechen hier immer vom Stoffwechsel. Das will ich Ihnen ganz kurz an dieser Stelle nochmal verdeutlichen. Jede Substanz und jede Zellzusammensetzung im Organismus unterliegt einem Stoffwechsel. Der kann schnell und der kann langsam sein. Der Muskelstoffwechsel ist sehr schnell, der Knochenstoffwechsel sicherlich sehr viel langsamer. Aber es kommt ständig zu einem Abbau und einem Aufbau. Und diesen Stoffwechsel, das heißt also diese neue Bildung von Strukturen, die neue Regeneration von Organstrukturen, die können wir durch diese entsprechenden Substanzen beeinflussen. Nicht die bestehende. Die bestehende ist im Grunde genommen relativ schwer zu beeinflussen. Aber alles das, was wieder neu gebaut wird, zugebaut wird, ist sicherlich beeinflussbar durch diese entsprechenden Futtermittelergänzungen. Wichtig ist, und das ist eine ganz interessante Geschichte, beim Sehnenstoffwechsel kann man über Hefen, das kann man auch über das Zufüttern von Hefen, das ist im Prinzip ganz einfach, Bäckerhefe, Bierhefe, kennen Sie alle, können Sie in jedem Supermarkt kaufen, die kleinen Bäckerhefewürfelchen gibt es dort, die können Sie zugeben, die Hefen haben Grundbausteine, die für Kollagene sind die, ich sag mal,
Bausteine der sehnigen Strukturen, also haben einen großen Anteil davon. Und das ist im Prinzip sozusagen eine, ich sag mal, Basis, ja, die man, ein Rohstoff, den man dem Organismus zur Verfügung stellt, damit er also auch funktionell die Sehne auch wieder auf einem vernünftigen Level aufbaut. Und auch hier ist natürlich das Vitamin C wieder dieser Beschleuniger bzw. dieser Transporthilfe für Schwefel und damit im Endeffekt natürlich auch für die Sehnenrekonstruktion eine ganz wichtige Geschichte. Wir haben jetzt nicht nur die Sehne und den Knochen und die Gelenke, sondern wir haben eine Komfortsituation in der Bewegung. Und da kennen wir natürlich aus dem Humanbereich eine ganze Menge Ergänzungen, die also dort auch funktionieren, die nicht unbedingt alle wissenschaftlich belegt sind, aber die gute Erfahrungswerte zeigen, empirische Erfahrungswerte. Und dazu gehört zum Beispiel die Süßmolkepulver. Sie sehen das hier im Prinzip, es ist im Prinzip vitaminreich, aminosäurereich, mineralstoffreich. Süßmolkepulver ist da relativ gut. Und es hat den Effekt, dass es also auf den Magen-Darm, Flora und Fauna einen sehr guten Effekt hat. Das kann ich Ihnen sehr empfehlen. Gute Erfahrungswerte. Traubenzucker, klar, Traubenzucker gibt Gas, ist motiviert, es gibt Energie, kurzfristig verfügbar, gerade bei Pferden, die viel leisten müssen, am nächsten Tag wieder los müssen, da kann man durchaus auch mal Traubenzucker geben. Weizengrießkleie, etwas, was also einen sehr hohen Anteil an verfügbaren Proteinen, also Bausubstanzen für die Muskulatur bietet. Weizengrießkleie hat auch so ein bisschen einen Effekt auf die Magen-Darm-Funktion, also auch da so ein Doppeleffekt. Calciumcarbonat, ich hatte Ihnen vorhin gesagt, dieser Futterkalk, den Sie da durchaus geben können, 60 bis 80 Gramm, wirken bei der Blutgerinnung sehr viel mit und aktivieren allerdings auch den Muskel. Die Muskelfunktionen werden über dieses Calcium durchaus optimiert. Bei den jungen Pferden, bei den wachsenden Pferden durchaus die Zahnbildung auch ein unterstützendes Thema. Kalium, hatte ich Ihnen schon gesagt, Kalium wirkt vor allen Dingen im Grunde bei dem Herzmuskel. Natrium, Magnesium sind alles Elektrolyte, die der Organismus benötigt, wenn er wirklich sehr stark gearbeitet und auch entsprechend schwitzend gearbeitet wird. Und auch das wird über den Schweiß ausgeschieden. Es gibt Algenschrot. Algenschrot ist ein Extrakt, wird aus der Braunalge gewonnen, ist sehr stoffwechselanregend und fördert den Fettabbau. Ich weiß, da wird das ein oder andere natürlich reininterpretiert. Jetzt können wir wieder ein bisschen mehr füttern, dann geben wir ein bisschen Algenschrot dazu. Lassen Sie sich bitte nicht dazu verführen. So viel Fettabbau ist es nicht, dass man es tatsächlich dann auch 1:1 messen kann und die Pferde plötzlich massig Fett verlieren. Ich glaube, dann hätten wir auch in der Humanmedizin viel mehr Algenschrot was gegessen wird oder was verkauft wird, aber es reduziert den Fettabbau, stimuliert den Muskelaufbau. Also es macht natürlich da schon einen sehr positiven Effekt dabei. Und dann gibt es Rohpollen, das ist also auch eine Substanz, die kriegen Sie in der Apotheke, reduziert die Laktatbildung, also im Grunde genommen der Muskel, der arbeitet, produziert ein Schlackeprodukt, das ist Milchsäure, das nennt man dann Laktat und diese Milchsäure wird im Grunde genommen dann sehr, sehr schnell abgebaut, also im Grunde genommen ein Unterstützer des Abfallabtransportes am Muskel. Und dann gibt es einige Vitamine, nicht nur das Vitamin C, sondern auch die B-Vitamine, die wichtig sind für die Stoffwechselaktivitäten im Organismus. Nun gibt es natürlich die Situation, dass Sie besonders in Krisenzeiten ganz schnell mal so eine Leistungsminimierung haben. Sie arbeiten Ihre Pferde, Sie trainieren sie, Sie füttern sie gut, trotzdem bringen Sie keine Leistung. Dann hängt es eventuell an dem Training selbst, da muss man mal hinterfragen, aber auch durchaus im Einzelfall mal am Energiestoffwechsel. Und da gibt es die Möglichkeit, durch entsprechende Fette zu unterstützen. Ich sagte Ihnen vorhin schon, Fette sind also für das Pferd sehr gut zu verstoffwechseln, bringen Energie sehr, sehr schnell in den Organismus. Man muss dazu wissen, Zucker, das ist ja, wir hatten vorhin gesagt, Kohlenhydrate sind der eigentliche Hauptanteil in der Pferdefütterung. Und die Zucker, diese Kohlenhydrate, werden also beim Pferd erstmal aufgenommen und dann in Fettsäuren umgebaut und dann dem Muskel zur Verfügung gestellt, zum Beispiel für die Muskelarbeit. Diesen Weg, diesen Umbauprozess, den können wir natürlich im Prinzip abkürzen, indem wir dem Pferd direkt Fette, also strukturierte Fette geben, die dann direkt verstoffwechselbar sind. Also eine sehr schnelle, sehr effektive Energiegewinnung ohne Umbauarbeiten. Und Reiskeimöl gehört dazu. Achtung, Reiskeimöl hat einen Wirkstoff, der nennt sich Orizanol. Und dieses Orizanol ist ein Dopingpräparat. Das heißt also, nach Orizanolgabe, nach Gabe von Reiskeimöl, 48 Stunden Nicht-Turnierteilnahme.
Dann haben wir ein Fett, ein Öl, was wirklich erstklassig ist. Ich habe selbst das in meiner Produktserie drin. Das Leinöl funktioniert hervorragend. Das Leinöl muss ein gutes sein, es muss ein kaltgepresstes sein, es muss einen Haufen oder einen sehr, sehr hohen Anteil von ungesättigten Fettsäuren haben. Diese 90% werden angestrebt. Und dadurch haben wir natürlich A, wunderbare Energieträger, und wir haben zweitens auch einen Wirkstoff, der nennt sich Alpha-Tocopherol. Dieses Alpha-Tocopherol ist also im Grunde genommen auch ein Radikalenfänger. Das heißt, gerade in stressigen Situationen, Leistungssituationen, wo also im Grunde genommen viele Produkte produziert werden, die abtransportiert werden müssen, oder bei Pferden, die vielleicht den einen oder anderen Gelenkschmerz eventuell haben, macht es Sinn, tatsächlich Leinöl zur täglichen Fütterung dazuzugeben. 60 bis 80 Milliliter reichen aus, um wirklich sehr, sehr effizient und sehr gut zu unterstützen. Pflanzenöle insgesamt geben natürlich Energie, das sagte ich vorhin schon, und dann gibt es im Prinzip in diesen Pflanzenölen, in verschiedenen Pflanzenölen, in verschiedenen Konzentrationen, dieses Inositol, was im Grunde genommen so für die Nervenfunktionssituation unterstützend wirkt. Also Inositol ist so ein Nervenstabilisator, Unterstützer. Das kann eventuell die Effizienz des Muskels erhöhen, denn der Muskel wird ja durch einen entsprechenden Befehl des Organismus in Gange gesetzt. Und diese Befehlsleitungen sind die Nerven. Ja, und wenn diese Nerven gut funktionieren, dann ist die Effizienz des Muskels häufig sehr, sehr hoch. Soja gibt es noch, auch ein Öl, ein pflanzliches Öl für die Muskelkraft. Soja ist im Grunde genommen auch sehr eiweißhaltig. Also wenn Sie zum Beispiel ein Pferd im Training haben, können Sie über Sojaöl Fett und, ich sag mal, auch entsprechende Gerüstproteine dem Pferd zur Verfügung stehen. Und dann Grüntee. Grünteeextrakte sind auch wieder Sauerstoffradikalenfänger und reduzieren das Cortisol. Das heißt also zum Beispiel bei Cushing nehmen wir auch Grünteeextrakte gerne, um einfach den Cortisolhaushalt auf biologische Art und Weise einigermaßen zu etablieren. Ich sagte Ihnen vorhin schon, und das sahen wir ja auch in unserer Umfrage, Husten ist ein Thema. Husten beim Pferd ist ein Grundthema, es wurde deutlich besser in den letzten Jahren, die Haltung ist besser geworden, nichtsdestotrotz. In den Übergangszeiten sind Pferde einfach mal etwas hustenempfindlicher als im Sommer oder dann vielleicht im kalten Winter, und jetzt ist unsere Zeit. Und da geht es natürlich darum, diese Atemwegsfunktionen zu unterstützen. Wie machen wir das? Wir geben unserem Pferd Efeu. Efeu ist also tatsächlich eine Pflanze, die einen hohen Anteil an ätherischen Ölen hat. Das Thema ist, ätherische Öle sind beim Pferd zum Teil reizend. Diese ätherischen Öle, die im Efeu sind, sind also verhältnismäßig mild und haben einen sehr, sehr schönen schleimlösenden Effekt. Also Efeu zum Schleimlösen sehr gut. Thymian, Achtung, auch Thymian steht auf dieser ADMR-Liste, ich habe es Ihnen immer dazu geschrieben, und zwar dieses Thymol. Thymol soll also einen, ich sag mal, gewissen stimulierenden Effekt haben, weil es einfach den Schleim löst, auch ein bisschen antimikrobiell funktioniert und einen stoffwechselaktivierenden Effekt haben soll. Das gleiche gilt für Eukalyptus. Eukalyptus ist für mich persönlich zu scharf fürs Pferd. Ich würde nicht Eukalyptus beim Pferd einsetzen, wird aber immer getan, wird immer noch getan. Eukalyptus, manche Pferde fressen sogar diese Eukalyptus-Bonbons, weil sie denen gut schmeckt, aber die ätherischen Öle sind beim Pferd, oder das Pferd ist sehr sensibel für ätherische Öle. Eukalyptus hat natürlich einen sehr, sehr hohen Anteil, das wissen wir selbst. Wenn wir ein Eukalyptus-Bonbon haben, dann merken wir plötzlich, es zieht so wirklich alles durch die gesamten Atemwege. Man atmet so ein bisschen freier, aber beim Pferd wirkt es durchaus auch aggressiv. Brunnenkresse, das ist etwas, was etwas weniger aggressiv wirkt, ist so ein Entschlacker, ein Entzündungshemmer, den wir dem Pferd in der akuten Phase sehr gut geben können. Also wenn ein Pferd akut bronchenerkrankt ist und Schleim verschleimt ist, dann Brunnenkresse zu füttern, kann man so ein bisschen zerstampfen, mit ins Futter rein. Ist übrigens effektiver, wenn Sie das Futter dann mit heißem Wasser sozusagen wie so einen Tee aufbrühen und dann die Brunnenkresse dazu nehmen und vielleicht das Ganze noch ein bisschen mit Brennnessel vermischen. Ja, ich höre mich so ein bisschen an wie mein Johann Laber für Pferde. Also ich werde jetzt nicht als Koch hier auftreten wollen, aber wenn Sie wirklich diese heißen Sud über das Futter geben, dann haben Sie im Grunde natürlich auch dann diesen Inhalationseffekt, der sehr, sehr positiv wirkt. Und Sie haben durch das Aufnehmen des Futters, das im Prinzip durch diesen kurzen, ich sag mal,
ich sag mal, auflockernden Effekt im heißen Wasser tatsächlich auch im Magen-Darm-Trakt dann entsprechend in den Körper überführt werden können und dann zentral wirken. Also Brunnenkresse und Brennnessel in heißer Form wie einen Tee über das über Abendfutter geben, dann können die Pferde das hervorragend aufnehmen. Eibisch ist übrigens auch ein Blatt von einem Strauch bzw. fast schon einem Baum, und da kann man die Blätter sowohl wie auch die Wurzelextrakte dazu nutzen. Wirkt so ein bisschen auf die Schleimhäute und wirkt aber gleichzeitig auch so ein bisschen auf den, ich sag mal, auf den Reiz. Das heißt also im Grunde genommen, wenn man so ein Pferd hat, was so einen Kehlkopfreiz hat, wäre zum Beispiel Eibisch, also die Eibischblätter, eine durchaus sinnvolle Methode, das auch biologische Art und Weise zu unterstützen. Wenn wir Futtermittel ergänzen, wollen wir natürlich Herz und Kreislauf beeinflussen. Das geht natürlich auch. Weißdorn ist der Klassiker. Krategus ist in der Pferdemedizin durchaus auch üblich. Wird sehr häufig genommen, gerade bei älteren Pferden, bei denen Kreislauf vielleicht ein bisschen nicht mehr ganz so stabil ist. Auch Pferde, wenn ich jetzt ältere Pferde sage, meine ich Pferde 25 und älter. Die haben dadurch dieses Krategus häufig eine sehr, sehr gute Stabilisierungsmöglichkeit, mit der man also auch wirklich auch über längere Zeit die Pferde dann doch einigermaßen, ich sag mal, doch unterstützen kann. Also es ist keine Wunderwaffe, aber es hilft unterstützend wirklich sehr, sehr gut. Ginkgo ist ein Baum. Der Ginkgo, die Extrakte aus dem Ginkgo erhöhen den Sauerstofftransport, machen dadurch die Durchblutung auch ein bisschen höher und kriegen dadurch auch eine Leistungssteigerung, nicht nur bei dem, ich sag mal, alten Pferd, sondern auch bei jüngeren Pferden. Also Ginkgo ist ein leistungssteigernder Faktor, ist übrigens kein ADMR. Ich kenne einige Reiter, die tatsächlich Ginkgo in getrockneter Form ihren Pferden dann im Prinzip entweder als Sirup oder auch als getrocknete Pflanze zum Futter dazu geben. Und auch hier wieder ist Grüntee dabei, hier ist Ginseng dabei, ich hatte Ihnen das vorhin am Anfang gesagt, und Anis. Anis ist ja im Prinzip etwas, wir kennen alle diese Anis-Bonbons, der eine mag sie, der andere nicht, aber Anis im Prinzip ist ein Wirkstoff, der durchaus biologische Effekte hat und auch wieder ein Radikalenfänger ist. Wenn wir jetzt die Organsysteme, wie Sie sehen, ich versuche so ein bisschen von jedem Organsystem auch anzuschneiden, die Organsysteme, die inneren Organe, die Verdauungsorgane mit einbeziehen, dann haben wir natürlich Leber, Magen und Darm. Und Leber, Magen und Darm werden über Mariendistel hervorragend beeinflusst. Das ist ein sehr häufiger Einsatz, Mariendistel. Dieses Silbinin ist im Prinzip leberschützend und unterstützt tatsächlich den Entgiftungscharakter. Also wenn wir sagen, Pferde hat über einen langen Zeitraum Antibiose bekommen oder irgendeinen anderen Wirkstoff, um einfach wieder auf den Damm zu kommen, dann kann man gerade mit der Mariendistel diesen Pferden so ein bisschen unterstützender Faktor geben, um einfach wieder eine gewisse Grundgesundheit zu bekommen. Auch hier wieder die Artischocke. Ich hatte Ihnen vorhin schon mal gesagt, die Artischocke kommt also im Grunde genommen auch als, ich sag mal, Immunstimulanz, aber hier im Grunde auch als Leberstoffwechselunterstützer in Frage. Die Artischocke auch als Regulator von Radikalen, das heißt also, die Artischocke hat eine sehr, sehr positive Auswirkung auf den Gesamtstoffwechsel des Pferdes. Und dann gibt es den Schachtelhalm. Achtung, auch wieder ADMR-relevant, das heißt auch hier 2 Tage nach Gabe von Schachtelhalm nicht aufs Turnier. Das ist im Grunde genommen ein harmtreibendes Mittel. Das heißt, wenn Sie ein Pferd haben, was also sehr, sehr schwierig nur uriniert, was vielleicht einen Harnsteinansatz hat, Harngrieß hat, dann wäre das zum Beispiel Mittel der Wahl, mit Schachtelhalm das eventuell etwas zu unterstützen. Wie gesagt, diese Präparate sind nicht dafür da, dass man alles alleine machen kann, dass man wirklich jede Krankheit damit heilt. Das will ich damit überhaupt nicht sagen. Es sind einfach Substanzen, die man zugeben kann für sehr, sehr spezifische Probleme beim Pferd. Und man sollte sich natürlich auch diese Pferde, man sollte auch wirklich diese spezifischen Probleme nur behandeln und nicht versuchen, auch alles hineinzuschieben, denn im Grunde genommen haben diese Wirkstoffe untereinander nicht immer nur ergänzende, sondern teilweise auch hemmende Funktionen. Die wollen wir natürlich erst recht nicht haben. Und dann gibt es den Fenchel. Fenchel ist im Grunde genommen natürlich A für die Atemwege zwar auch gut, aber im Grunde genommen ist es für den Magen-Darm-Trakt ein sehr, sehr gutes Mittel. Auch wir kennen das aus dem Humanbereich. Fenchel wird ja auch gegeben bei Magen-Darm-Verstimmungen, gerade bei Blähungen ist Fenchel sehr stark beruhigend und im Grunde genommen genau wie beim Menschen, beim Pferd auch ein Thema. Es enthält übrigens Vitamin C, also eine Trägersubstanz, Eisen, Provitamin A und Kalium. Also Sie können mit dem Fenchel eine ganze Menge der Palette abdecken und können damit tatsächlich ihre Pferde in der Gesundheit deutlich unterstützen.
Stress haben unsere Pferde. Ich sagte das vorhin schon, Stress ist ein modernes Wort. Biologisch ist Stress dann tatsächlich auch beim Pferd zu finden. Es ist also nicht der oder der Alltag beim Menschen, der einen stresst, sondern es ist das Pferd, was im Grunde genommen aus seiner biologischen Situation so ein bisschen herausgenommen wird und in einen ganz anderen Bereich eingesetzt wird. Ich sag mal, das Pferd in der Natur geht nicht aufs Turnier, geht auch nicht in den Verkehr, wird auch nicht jeden Tag geritten, sondern da sind die Situationen dann doch etwas entspannter. Und Stress kann man eventuell dann tatsächlich, wie beim Menschen übrigens auch, mit Baldrian behandeln. Baldrian wirkt beim Pferd gut. Die Valeriansäure, ich habe übrigens gerade vergessen oder gesehen, Baldrian ist auch ADMR-relevant, denn die Valeriansäure ist auch eine Dopingsubstanz. Das heißt also, auch mit Baldrian sind Sie gedopt oder Ihr Pferd vielmehr. Das heißt, 48 Stunden sollten Sie vor dem Turnier des Baldrian oder die Valeriansäure in dem Moment als Wirkstoff absetzen. Johanniskraut ist ein Thema. Jetzt habe ich es hier da reingeschrieben. Bin leider da oben vielleicht darüber gerutscht. Johanniskraut ist genauso wie aber Baldrian ADMR relevant. Viele Präparate kombinieren Baldrian mit Johanniskraut, um einfach diese reduzierende Effekt auf die Nervosität des Pferdes zu potenzieren. Das macht Sinn. Und das Ganze wird dann im Prinzip auch noch in ein Bier hineingetan. Ich will Ihnen ganz ehrlich sagen, wir sind früher auf Fastnachtsumzügen geritten. Das ist in unserer Gegend hier sehr, sehr Usus. Und mein Pferd hatte eine Affinität für Bier. Der war sonst ein bisschen nervig. Aber bevor wir also los sind, hat er tatsächlich 2 Flaschen Bier getrunken oder manchmal auch etwas mehr. Der hatte seinen Spaß, der war entspannt und es hatte eine fantastische Wirkung bei meinem Pferd. Also ich weiß, das nehmen wir heute teilweise auch noch, wenn wir ein Pferd haben, was tatsächlich extrem nervös ist, gerade junge Pferde in der Anreitphase oder wenn man sie an irgendeinen besonderen Umstand gewöhnen muss, kann man entweder Malzbier oder Bier nehmen. Es ist anscheinend der Hopfen, der hier den Effekt macht. Das ist also kein Witz, das ist tatsächlich extrem so. Und Tryptophane, im Grunde genommen, die haben wir teilweise in den Zusatzfuttermitteln, die also beruhigende Effekte haben sollen. Da ist dort drin Magnesium, ist da drin Tryptophan und es sind wie B-Vitamine in dieser Kombination. Da hat man durchaus beim einen oder anderen Pferd einen Effekt. Der durchgehende Effekt, der bleibt aus. Das heißt also, es ist nicht so, dass wir sagen, alle Pferde, die Tryptophan bekommen und damit in Verbindung auch noch, ich sag mal, B-Vitamine oder auch Magnesium, sind damit im Endeffekt ruhiger. Das ist leider nicht so, sondern das ist bei einzelnen Pferden funktioniert das aber nicht bei allen. Wenn wir jetzt so ein bisschen an unser älteres Pferd gehen, dann hatte ich Ihnen vorhin gesagt, die Thermoregulation wird ein bisschen schwieriger. Ältere Pferde frieren eher mal als junge Pferde, wobei man das auch da, ich sag mal, immer noch nicht vermenschlichen darf. Also auch das alte Pferd hat eine relativ gute, ich sag mal, Möglichkeit, sich gegen Kälte zu schützen. Aber das, was im Prinzip beim älteren Pferd natürlich ein Thema ist, ist die Bewegung. Das heißt, Geriatrie, damit meine ich das alte Pferd, und die Bewegung haben natürlich die ein oder andere Problematik. Was Sie alle kennen und was viele kennen, ist die Teufelskralle. Ein klassisches Mittel, was sehr gut funktioniert, ist ein bisschen, hat einen entzündungshemmenden und schmerzstillenden Effekt, übrigens auch ADMR-relevant. Artischocke, ich sagte Ihnen schon, Sie merken, Artischocke, die mag ich gerne. Nicht zum Essen, ich bin kein Artischocken-Freak, aber ich weiß, dass die Wirkung halt sehr, sehr gut ist. Die Kombination Teufelskralle und Artischocke wirkt für mich hervorragend. Auch das ist ein Präparat, das ich in meiner eigenen Küche sozusagen gekocht habe und das sehr, sehr gut funktioniert. Ich bin damit sehr glücklich. Vor allen Dingen die älteren Pferde oder die Pferde mit, ich sag mal, Bewegungsproblematiken reagieren dort hervorragend drauf. Also eine Sache, die mit Sicherheit gut ist. Dazu gehört das Avocado. Avocado ist auch wieder eine entzündungshemmenden Effekt, wirkt so ein bisschen auch auf die, sagen wir mal, die Nervosität beim Pferd. Es hat so ein paar Positiveffekte. Also im Grunde genommen und ist ein Radikalanfänger auf jeden Fall. Ingwer, Sie kennen Ingwer. Ingwer schmeckt sehr bitter. Es gibt Pferde, die mit Ingwer nicht glücklich sind, weil der Ingwer-Geschmack sie so ein bisschen irritiert. Wenn Sie Ingwer in Verbindung mit einem etwas süßlichen Stoff bringen, das heißt also tatsächlich in eine bisschen Melasse dazu. Ein bisschen Melasse ist sicherlich für ein Pferd auch nicht problematisch, aber hilft dann den Ingwer, dem Pferd ein bisschen schmackhafter zu machen. Ist entzündungshemmend und ist eindeutig ADMR-relevant, also auch da aufpassen auf dem Turnier.
Es gibt die Weiderinde, fiebersenkend, vor allen Dingen dann, wenn Sie Pferde haben, die also einen Entzündungsprozess haben mit Fieber natürlich, und es hat einen Inhaltsstoff, das ist die Salicylsäure. Die Salicylsäure ist so wie die Acetylsalicylsäure, ASS, kennen Sie alle, als Kopfschmerztablette. Natürlich wirkt es auf eine Schmerzsituation, nämlich das Prostaglandin, die Prostaglandinsynthese, und diese Prostaglandine, die für den Schmerz verantwortlich sind, werden in der Produktion selbst schon gehemmt, sodass es gar nicht erst zu einem Schmerztransport kommt. Also insofern ein Substrat, was Sie im Prinzip bei schmerzhaften Situationen durchaus mal einsetzen können. Das gilt auch für die Mädesüße, auch die hat Salicylsäure, also auch wieder diese Vorstufe zur ASS, also Acetylsalicylsäure drin, die dann wieder eben auf die Schmerzsituation wirkt. Es gibt Weihrauch. Weihrauch ist, das kennen Sie alle, Weihrauch riecht sehr intensiv. Das Harz des Weihrauchs wirkt entzündungshemmend. Das nehmen wir gerne als biologischen Entzündungshemmer. Funktioniert mehr oder weniger gut. Also ist sicherlich kein Schmerzkiller, kein Painkiller, aber es reduziert etwas und dadurch bei milden Entzündungen sicherlich auch durchaus Sinnvolles einzusetzen. Gehe ich jetzt auf das ganz alte Pferd, dann haben wir im Grunde genommen den Mönchspfeffer, den wir ja durchaus auch, den können Sie in der Apotheke kaufen, in der Drogerie kaufen, ist so eine allgemeine, ich sag mal, Stoffwechselaktivierung, Pferde fühlen sich ein bisschen besser, merkt man den Pferden relativ schnell an, sehr, sehr schön, gilt auch für den Ginkgo, hatten wir vorhin schon, und die Artischocke, Sie sehen, ich habe es immer mal wieder drin, ist also ein Allheilmittel, die Artischocke und den Ginseng, also da wiederholt sich doch einiges, nur diese Kombination oder diese Wirkstoffe sind natürlich gerade beim alten Pferd ganz besonders effektiv, weil Sie wollen ein altes Pferd ja nicht permanent irgendwie mit irgendeinem Medikament behandeln, sondern man versucht bei alten Pferden über eine gewisse Zeit so ein Steady State, so eine gleichmäßige Situation herzustellen. Das funktioniert mit diesen Präparaten sehr schön. Die sind sehr gut zu verstoffwechseln, sind vollkommen unbedenklich in der Wirkung, also sie werden gut vertragen und haben eine sehr, sehr gute biologische Wirkung. Die ist nicht hocheffektiv, aber sie unterstützt, und das ist das Wichtige. Dazu gehören natürlich Weißdorn und Mariendistel auch für die allgemeine Stoffwechselunterstützung des Tieres und die Leistungsfähigkeit des Tieres. Teufelskralle auch wieder hier in diesem, ich sag mal, Konglomerat für das alte Pferd ganz gut mit drin. Auch die alten Pferde bewegen sich manchmal doch ein bisschen steif. Logisch haben die ein paar Veränderungen. Teufelskralle hilft da auch sehr, sehr effizient. Meine Damen und Herren, ich habe Ihnen so ein bisschen was erzählt in einem Schnelldurchgang. Wenn Sie das ein oder andere, den einen oder anderen Wirkstoff vermisst haben, dann kann das gut sein. Ich habe natürlich aber auch versucht, die wichtigsten so ein bisschen rauszupicken, um Ihnen einfach mal so eine Idee zu geben. Natürlich können Sie diesen Kurs hier oder dieses Webinar sich auch nochmal anschauen. Das ging ja auch relativ schnell. Ansonsten gibt es es bei mir auf der Seite, Seite der Pferdegesundheit online, auch als Download, sodass Sie gegebenenfalls, wenn Sie sagen, Mensch, da hat der Kreling noch irgendwas gesagt, konnte ich so schnell gar nicht mitschreiben oder mitdenken, dann wäre es für Sie die Möglichkeit, bei mir das Ganze auch als Download sozusagen runterzuladen. Im Mitgliederbereich ist es auch aufgeführt. Ja, liebe Frau Felsinger, ich glaube, wir kommen jetzt so an den Punkt, wo wir vielleicht mal ganz kurz im Moment zum Luftholen motivieren sollten. Ich habe hier nochmal so eine kurzes Announcement. Es gibt auch für diejenigen, die sagen, Menschenskinder, ich habe spezielle Fragen, haben wir ja extra eine sogenannte Expertensprechstunde eingerichtet. Diese Expertensprechstunde, die nächste, ist am 29. November, also nächsten Dienstag um 19.30 Uhr. Das ist eine kleine Gruppe. Das ist immer ein sehr, sehr interessantes Gespräch, geht sehr in die Tiefe. Zumindest war es bis jetzt so, und ich würde mich freuen, wenn der ein oder andere von Ihnen, der vielleicht ein spezielles Thema zu irgendeiner speziellen Frage hat, sich dann zu uns gesellt. Wie gesagt, wir sind eine kleine Gruppe und diskutieren das dann durchaus auch in dieser kleinen Gruppe. Frau Felsinger, ja, it's your part again. Ich bin jetzt erstmal geplättet, allerdings muss ich jetzt was sagen. Herzlichen Dank, Herr Dr. Kreling, für diese tollen Auflistungen und diese detaillierten, diese sehr detailtreue Auflisten und Nennen der ganzen möglichen Zusatzfuttermittel.
Wir haben jetzt in der Tat wahnsinnig viele Zuschriften bekommen, wahnsinnig viel Beteiligung von den Teilnehmern. Ich habe mal versucht, das alles parallel zu clustern mit Hilfe unserer lieben Alexandra Wassenhofen, haben wir mal so ein paar Gruppen gebildet. Ich denke, grundsätzlich haben wir eben das Thema, dass Fütterung eine sehr individuelle Geschichte ist. Sie haben es ja gerade auch schon angedeutet. Manches kann tatsächlich so allgemein gar nicht jetzt alles dargestellt werden. Wir hatten anfangs recht viele Fragen zum Thema Grundfütterung, also Heu, Heuarten, auch zum Thema Kraftfutterfütterung. Ja. Und ich denke, auch wenn es jetzt vielleicht diejenigen nicht ganz befriedigt, die diese Fragen gestellt haben, aber wenn wir darauf auch noch jetzt eingehen, dann wird es tatsächlich ein bisschen zu viel. Ich würde wirklich gerne, wenn es für Sie auch okay wäre, Herr Dr. Kring, strenger beim Thema Zusatzfütterung bleiben. Ja. Vielleicht können wir auch in irgendeiner anderen Form auf diese sehr, sehr wichtigen Themen Heufütterung und Kraftfutterfütterung natürlich eingehen. Vielleicht so und viel Frau Felsinger, ganz kurz mal eben, wir haben ja ein Webinar zur Pferdefütterung schon gehabt, das ist also auch natürlich einsehbar, aber ich weiß, dass dieses Thema sehr, sehr interessant ist und wir haben das auch auf unserer Agenda, dass wir das auf jeden Fall nochmal wiederholen werden. Also für diejenigen, die sagen, Menschenskinder, aber Sie sagten ja schon, es wird ja ein bisschen eng mit unserer Zeit, und wenn einer eine ganz spezielle Frage hat, Expertensprechstunde ist auch noch da. Ja, vielleicht gerade zum Thema Heufütterung und Kraftfutterfütterung, da kommt ja immer das Thema beim Heu und bei Getreidefütterung, wie ist das Calcium-Phosphor-Verhältnis, also das Verhältnis Calcium-Phosphor, das ja im Grundfutter und im Getreide nicht ganz optimal ist, wie kann man das ausgleichen durch ein zusätzliches Mineralfutter, das ist eine der Fragen gewesen, die hier aufgetaucht sind. Also das ist nur mal ganz kurz, ich hatte es schon gesagt, das ist also dieser Futterkalk, den Sie durchaus dazugeben können, um den Calciumanteil etwas zu erhöhen, um dieses 2:3:1 Verhältnis herzustellen. Futterkalk 60 bis 80 Gramm am Tag, dann gleichen Sie jedes Defizit aus und Sie, vor allen Dingen, Sie erhöhen diesen Anteil Calcium, um Calcium-Phosphor wieder in ein vernünftiges, gesundes Verhältnis zu bringen. Genau, und da ging es vor allem eben auch um, um das Thema Heukorps. Das war eine Frage von Lisa, wenn Heukorps gefüttert werden. Dann, ja, Thema Koliken, Thema Hafer würde ich tatsächlich gerne wirklich aus dieser Fragerunde rauslassen. Passen tut der Komplex Eiweiß, Aminosäuren nach meiner Ansicht, weiß nicht, wie Sie sehen, aber ich denke, das sollte man auf jeden Fall besprechen. Was muss beachtet werden, gerade wenn man jüngeren Pferden gezielt Eiweiße und Aminosäuren zufüttern möchte? Dito, was ist, wenn der Muskelaufbau durch Protein oder durch Aminosäurepräparate nochmal gezielt gefördert werden soll? Das sind Fragen von Linda und von Claudia. Also junge Pferde, Muskelzuwachs, Rekonvaleszenz. Also bei den jungen Pferden, also diese Proteinfütterung im Grunde genommen beim Pferd jetzt nicht der wesentliche Anteil in der Fütterung. Je jünger das Pferd, ich meine damit wirklich das wachsende Pferd, das ist das 2-, 3- oder auch 4-jährige Pferd, das benötigt sicherlich noch ein paar Gerüstproteine, die einfach gebraucht werden, um das, ich sag mal, um die Muskelmasse aufzubauen. Also Muskelmasse wird im Endeffekt aufgebaut über Eiweiße. Und Gerüstproteine braucht das Pferd, das ist richtig. Und braucht auch das Pferd, was wieder muskelaufbauend gearbeitet wird. Also lange Stehphase, lange, ich sag mal, rekonvaleszent, dann kann man das durchaus geben. Die Eiweiße, die da gegeben werden können, sind zum Beispiel Soja, Sojaöle, Sojafette sind ein Eiweiß eventuell, das gegeben werden kann. Es gibt aber auch da Algenproteine, wie beim Humansportler. Sie kennen das Thema. Das heißt also im Grunde genommen, die Humansportler, gerade die Gewichtheber oder die Bodybuilder, die nehmen ja sehr viel Eiweiße zu sich aus diesem Grunde und die nehmen sehr viel auch diese, wie gesagt, Algenproteine. Und die Algenproteine sind natürlich sehr, sehr, ich sag mal, effizient, weil die für den Körper sehr schnell sozusagen aufnehmbar und einbaubar sind in den Muskel. So werde ich es mal übersetzen. Algenproteine gibt es zu vielen auf dem Markt, die kann man also durchaus durch Handelspräparate kaufen. Ich will jetzt keinen Böhringer Wettbewerb hier steigern, aber Equitop Myoplast ist der Klassiker. Das ist das typische Algenprotein, was wir dann diesen Pferden in der Rekonvaleszenz oder auch beim jungen Pferd dann geben, in der Trainingsphase.
Ja, und daran anknüpfen passt eigentlich auch ganz gut das Thema Weißkeinöl. Sie hatten es ja vorhin erwähnt, auch nochmal ein Präparat zum Muskelaufbau, allerdings dopingrelevant. Vielleicht könnten wir da auch direkt dann den Komplex Pflanzenöle noch mit anknüpfen. Denn da gab es auch zum Beispiel von Susanne die Frage, ist Leinöl das Beste oder welche Pflanzenöle würden Sie empfehlen? Ja, ich gehe mal zum Urethanol. Urethanol ist tatsächlich eine anabole Struktur, die macht also im Grunde genommen oder wirkt auf den Muskelaufbau, so kann man das sagen. Deswegen ja auch, deswegen ist nicht ADMR-konform. Ja? Das heißt also im Grunde genommen, man weiß, dass es dann tatsächlich zu einer künstlichen Muskelproduktion kommt. Ja? Das muss jetzt nicht unbedingt immer gleich tierquälerisch sein, ganz im Gegenteil. Gerade in der richtigen Phase des Trainings, des Aufbaus, der Rekonvaleszenz macht das ja auch Sinn. Das Urethanol wirkt im Grunde genommen einfach nur stimulativ auf den Muskelaufbau. Das Leinöl, was ich Ihnen vorhin sagte, oder beziehungsweise ich persönlich halte das Leinöl für das effektivste Öl, aus verschiedensten Gründen. Nicht unbedingt nur als Energieträger, sondern im Grunde genommen, weil es eben eine ganz spezielle Zusammensetzung von ungesättigten Fettsäuren hat. Und wenn Sie ein kaltgepresstes Leinöl haben, dann haben Sie einen sehr, sehr hohen Anteil an ungesättigten Fettsäuren, essentiellen Fettsäuren. Das heißt, essentiell heißt, die Pferde müssen es aufnehmen, die können es selbst nicht bauen, diese Fettsäuren. Und dieser hohe Anteil in Verbindung auch mit diesen Omega-3 und 6-Fettsäuren macht das Leinöl zum, ich sag mal, zum Top-Öl für mich, ja. Vielleicht können wir an der Stelle auch gleich zur Dosis noch etwas sagen, denn immer wieder wurde von unseren Hörern auch die Frage gestellt, wie viel davon soll ich füttern? Das ist natürlich jetzt ein bisschen schwierig, die genauen Mengenangaben für jede Substanz, die Sie jetzt hier genannt haben, konkret anzugeben. Wie wollen wir denn da den Hörern so ein bisschen ja, eine Leitplanke geben? Na gut, ich war jetzt gerade beim Öl, hatte ich auch vorhin schon mal gesagt, sie sind also bei 60 bis 80, bei großen, schweren Pferden auch mal bei 100 Milliliter Leinöl am Tag. Sicherlich an dem Level, das können die Pferde gut verstoffwechseln, da haben sie wirklich noch biologische Effekte, ohne dass sie das Fett überfrachten. Das ist ja auch der Negativeffekt dabei. Das heißt also, Öle immer nur in einer vernünftigen Menge. Wenn Sie ein, ich sag mal, nicht ganz so hochwertiges Öl nehmen, wie zum Beispiel ein Sonnenblumenöl, was sicherlich auch ein Energieträger ist, allerdings nicht so eine hohe Konzentration an ungesättigten Fettsäuren hat, also für das Pferd wertvolle Fettsäuren, dann können Sie auch da durchaus bis 300 Milliliter hochgehen. Gut, dann gehen wir zu weiteren spannenden Dingen. Und zwar haben Sie ja sehr viel erzählt, auch zum Thema Kräuter, Gemüse, sage ich jetzt einfach mal. Also Sie hatten von roter Beete gesprochen, von Ginseng, von Propolis. Jetzt war die Frage, wo kann man zum Beispiel den Ginseng beziehen, fragt Eva. Und Sarah fragt, wie viel rote Beete und über welchen Zeitraum. Dann gab es eine Frage nochmal zu Ginseng, welche Produkte auf dem Markt enthalten den Ginseng, wenn man es schon für sich selber gar nicht kaufen kann. Also Sie können Ginseng überall kaufen. Ginseng gibt es in jeder Apotheke, gibt es natürlich aber jeder Drogerie, gibt es sogar im Edeka, wenn Sie einen gut aufgestellte Supermarkt haben. Also das ist nicht so, dass das ein ganz exotisches Präparat wäre. Das ist im Prinzip ist so Beutelchen mit so, ich sag mal, kleingeriebener Ginseng-Wurzel oder Blättern. Das heißt also im Grunde genommen, Ginseng ist verfügbar. Ginseng würde ich im Grunde natürlich nicht in rauen Mengen geben, sondern da gibt man so einen kleinen Teelöffelchen voll. Ich würde alle diese pulvrigen Substanzen, ob es jetzt tatsächlich ein Extrakt aus der Pflanze, sprich Blatt ist, oder Extrakt aus der Wurzel, ich würde es einfach mit ein bisschen Heißwasser übergießen. Das gibt so eine gewisse, ich sag mal, Haftung dieses Stoffes an den sonstigen Futtern. Man gibt es ja nicht alleine, man gibt es ja in der Verbindung mit Hafer oder mit Kleie oder mit einem anderen Kraftfutter. So dass es sich also ich sag mal, an das schmackhafte Korn bindet und daran festklebt und dann wirklich gut aufgenommen wird. Und da kann man im Grunde genommen bei allen diesen pflanzlichen Substanzen so dieser Teelöffel, ich will es jetzt einfach mal so pauschal sagen, dass wir mal irgendeine Größenordnung kriegen, das sind dann 6 bis 8 Gramm oder vielleicht mal 10 Gramm im Einzelfall geben, das hat schon einen sehr, sehr hohen Wirkstoffeffekt oder Wirkeffekt. Ja.
Ja, Sie hatten jetzt gerade noch ein weiteres wichtiges Thema angesprochen, was auch als Frage aufgetaucht ist, nämlich die Frage, wie kann ich denn Mineralfutter, Zusatzfutter oder solche Bestandteile, solche wichtigen Dinge im Futter verstecken? Denn viele Pferde fressen ja dann nicht alles. Ginseng, Ingwer, Teufelskralle, wissen wir ja, das sind vielleicht Dinge, die nicht so gut schmecken. Wie kann ich da diesen schlechten Geschmack maskieren? Das ist zum Beispiel eine Frage von Kirstin gewesen. Ja, also die Frage, die Kirstin gestellt hat, stellen natürlich ganz viele und die hat sich natürlich die Industrie gestellt. Sie hat gesagt, okay, da ist ein Bedarf, wir haben Substanzen, ich gehe jetzt nicht nur auf Ingwer, sondern auch auf andere Substanzen ein und hat also im Grunde genommen natürlich Fertigpräparate gemacht, die dann meistens sirupartig sind. Das heißt also, haben Zucker dazu gegeben. Zucker schmeckt süß, übertüncht natürlich diese, ich sag mal, Effekte. Klar wollen wir unseren Pferden jetzt nicht zwingend Zucker geben, aber für den Transport dieser Substanzen ist es häufig hilfreich. Wenn Sie das aufgießen, also wenn Sie die Reinsubstanz, Sie können Ingwer auch als Reinsubstanz genauso nehmen, dann aufgießen, haben Sie so ein bisschen einen Sud. Den Sud können Sie natürlich kombinieren, zum Beispiel mit Kleie oder mit Leinsamen. Das heißt also, da haben Sie dann doch schon neutralisierende Effekte. Leinsamen wird ja so ein bisschen, ich sag mal, glibberig, wenn es aufquillt. Und wenn die es also schön durchmischen, nimmt es so ein bisschen die Schärfe raus. Wobei ich immer sehr, oder womit ich sehr, sehr gute Effekte hatte, ist im Prinzip alle diese, ich sag mal, Kräuter, auch Pflanzen oder andere Wirkstoffe, die so ein bisschen Bittergeschmack drin haben, lassen sich durch Apfelsaft oder Apfelmus sehr gut neutralisieren. Das heißt also, diese Säure im Apfelsaft neutralisiert die Bitterstoffe sehr schön, und sie haben damit keinen Verlust von Wirkstoff. Also das ist im Prinzip eine sehr, sehr gute Möglichkeit. Also ein Apfel klein gemacht oder gestampft oder einen Schluck Apfelsaft drüber, dann haben die meisten Pferde zumindest noch schon mal weniger, ich sag mal, weniger Probleme damit, das Futter aufzunehmen. Genau. Und das gilt ja nicht nur für Kräuter, sondern das gilt auch für Zusatzfuttermittel, die nicht immer super optimal schon vom Hersteller eben genügend maskiert sind. Apfelmus, super Tipp. Banane ist, glaube ich, auch nochmal was man probieren kann. Da muss man vielleicht auch ein bisschen rumprobieren, was dem einen oder anderen Pferd dann besser schmeckt. So, dann gucken wir wieder auf unsere. Pferde sind ja auch nur Menschen, sage ich immer. Die haben auch unterschiedliche Geschmacksrichtungen. Der eine, wie gesagt, der trinkt das Bier aus dem Eimer und der andere sagt, nee, Bier mag ich nicht. Das ist auch gut so. Geht ja den Menschen genauso. Und genauso geht es hier mit allen, ich sag mal, den Wirkstoffen. Wobei, wie gesagt, die Banane, nochmal zu sagen, hat also keine Säureanteile, die neutralisierend wirken. Also da kann man zwar die Banane, weil es dem Pferd gut schmeckt, da kann man was reindrücken, ne? Dann überlistet man es. Aber rein Genau. vom Geschmacklichen her brauchen Sie irgendwas, was neutralisierend wirkt, und das Apfelsaft natürlich dann schon gut. Ja. Sie hatten gerade ein wichtiges Stichwort genannt, denn auch da gab es einige Fragen dazu, zum Thema Bier, Bierhefe und auch Hefe. Da wollten die Hörer wissen, wie viel Hefe und ob Bierhefe denn auch bei Sehnenaufbau hilft. Eine Frage kam noch jetzt kurz vorher, wie eigentlich Bier von Pferden vertragen wird, denn Bierhefe ist da ja auch dran. Ja, also Bier wird von Pferden gut vertragen, muss ich Ihnen ehrlich sagen. Bier hat allerdings Alkohol drin und Alkohol wird vom Pferd genauso wenig gut vertragen wie dem Mensch, wie vom Menschen. Das heißt also, es ist tatsächlich so, dass Sie durchaus ein Pferd, wenn Sie es mit Bier versorgen, durchaus betrunken machen können. Sie können natürlich alkoholfreies Bier nehmen, das geht natürlich auch. Die meisten nehmen eben Malzbier, ja, da ist der Alkoholanteil sehr gering, schmeckt sehr süß, hat auch diesen Hefeanteil drin. Also im Grunde genommen wäre oder zum Beispiel, hat auch den Malzeffekt noch mit dazu, sehr hoch anteilig sogar noch, höher als im eigentlichen Bier. Also im Grunde genommen können Sie Ihrem Pferd mit Malzbier echt eine Freude machen und es auch noch gesund ernähren. Nun will ich das nicht falsch interpretiert haben, nicht, dass Sie morgen in Edeka rennen und die Malzbierreserven aufkaufen und das Pferd nur noch mit Malzbier ernähren. Wir reden hier über kleine Mengen. Das heißt also, mal eine halbe Flasche oder Flasche Malzbier ist für so ein großes Tier natürlich relativ wenig. Malzbier soll, ich habe eine Kundin, die also jeden Tag jedem Pferd eine Flasche Malzbier gibt. Die Pferde sehen sehr gut aus. Die Dame ist natürlich auch sehr pingelig und pflegt sehr gut, aber die glänzen wie eine Schreckschwarte. Ich führe das zumindest zum Teil dem Malzbier zu. Also der Malz
oder das Malzbier scheint doch eine sehr, sehr gute positive Stoffwechselaktivierung gerade des Hautstoffwechsels zu machen. Und wie viel Hefe jetzt? Einfach nur kurz ein Satz, wie viel Hefe, wenn man Hefe füttert? Hefewürfel, Sie kennen alle die kleinen Bier- und Bäckerhefewürfelchen, einen halben Würfel am Tag reicht. Gut, ja, klare Aussage. Halber Würfel. Vielleicht auch noch in diesem Komplex die Frage wiederholt, hilft Bierhefe für den Sehnenaufbau? Ja, da hat jemand sehr, sehr gut zugehört. Also die Bierhefe hat einen Effekt, und zwar bildet es sozusagen eine Vorstufe von diesen Kollagenen. Und die Kollagenfasern sind die Sehnenfasern. Also im Grunde genommen ist das, ja, kann man durchaus sagen, aber jetzt nicht eins zu eins. Nicht, dass ich hier sage, mein Pferd hat ein Sehnenproblem, der kriegt jetzt Bierhefe und dann ist er gesund, sondern es ist im Grunde genommen ein unterstützendes Moment oder ein unterstützendes Substrat, was im Prinzip für den Baustein Kollagen förderlich wirkt. Und Kollagen ist also dann natürlich wichtig, wenn es in diese Sehne, die kaputt ist, die geschädigt ist, wieder eingebaut werden soll. Und da werden zumindest mal unterstützende Momente auf jeden Fall generiert, ja. Vielleicht ein Wort noch zu Kieselgur, da kam auch eine Frage, wie empfehlenswert ist das denn, fragt Udo. Ich habe selbst wenig Erfahrung mit Kieselgur. Ich habe das gerade neulich hatten wir es mal diskutiert, ob das Effekte hat, auch wieder Hautstoffwechsel, Hornbildung. Das sind so die Dinge, die diskutiert werden. Ich weiß, dass Kieselgur auch in einem Präparat, was für die Hornqualität als Zufutter gegeben wird, mit integriert ist. Ich persönlich habe keine weiteren Erfahrungen mit Kieselgur. Gut, dann gehen wir von den Sehnen zu den Gelenken. Und zwar gab es da die Frage von Muckel nach MSM-Pulver. Sie hatten es ja angesprochen, eine Schwefelverbindung, wie Sie dazu stehen, beziehungsweise eine weitere Frage von Nettie kam dann, ab welchem Alter kann man denn MSM, Chondroitin und Glucosaminoglycane geben? Geben können Sie die im Prinzip ganz früh. Also es ist nicht so, dass man sagt, da muss ein Pferd zwingend alt für sein. Wenn Sie ein Pferd haben, was im Grunde eine Gelenksproblematik hat, dann ist es natürlich leider Gottes ja auch, sind es die jungen Pferde, die mit betroffen sind. Wir haben also heute durch alle Altersklassen hindurch auch tatsächlich diese Gelenkssituationen, die problematisch sind. Die kommen halt im Alter eben eher deutlich mehr. Deswegen hatte ich Sie auch mit in diese Geriatrie mit reingebracht. Aber Sie können das genauso bei einem Pferd geben, das vielleicht eine, ich sag mal, Schädigung eines Gelenkes hat und Sie wollen dem Pferd tatsächlich unterstützenden Faktor geben, dann macht es Sinn, MSM zu geben, dann macht es Sinn, zum Beispiel auch Chondroitinsulfat zu geben. Wir selbst geben das Chondroitinsulfat auch bei Sehnenschäden, auch in der akuten Phase, auch als, ich sag mal, unterstützenden Baustein. Das ist also durchaus auch über viele, viele Jahre üblich. Sie kennen vielleicht alle das Präparat Adequan. Adequan früher der Standardpräparat für die Unterstützung der von Sehnenrekonvaleszenten. Da ist genau dieses Chondroitinsulfat als Wirkstoff drin. Vielleicht ein Wort noch dazu. Es birgt ja eine gewisse Gefahr, nun die Schmerzen, die ja durch Gelenksprobleme ausgelöst werden, unter Umständen so komplett wegzufüttern. Denn man muss ja dann auch berücksichtigen, dass die Schmerzen auch irgendwo ein Signal dafür sind, dass eben was nicht stimmt. Wenn nur das Pferd völlig flüssig läuft, inwiefern ist da das Risiko gegeben, dass man das Pferd dann überlastet und wie schützt man das Pferd davor? Also die Substanzen, die ich heute aufgezählt habe, sind keine Painkiller. Das sind keine Wirkstoffe, die also tatsächlich ein Pferd, das vorher lahm ist, plötzlich dann zu einem, wie durch einen Jungbrunnen, dann ins Laufen bringen. Das ist hier nicht der Fall, sondern wir sind wirklich da ganz am Rand, unterstützende Faktoren. Pferd läuft so ein bisschen schlecht los, hat vielleicht den ein oder anderen, ich sag mal, Beschwerdegang in den ersten drei Runden, da hilft das. Wenn Sie ein Pferd haben, was kontinuierlich lahm ist, werden Sie mit keinem dieser Präparate wirklich Effekt haben. Also die Stoffwechselsituation, und das ist an und für sich der Effekt dabei, ist mehr hinsichtlich einer Prophylaxe. Ich habe ein altes Pferd, ich weiß, der hat natürlich ein paar degenerative Veränderungen. Man will das so ein bisschen in dem Verlauf aufhalten. Man will diese Veränderung so ein bisschen stoppen. Man will so ein bisschen diese Bewegungs-, ich sag mal, die Leichtigkeit in der Bewegung verbessern. Dafür ist es gedacht und nicht als Therapeutikum für einen schmerzhaften Zustand. Also da möchte ich mich nicht falsch verstanden haben. Ja, gut. Dann zwei Worte noch ganz kurz zu zwei Spezialfällen. Einmal wurde das Thema PSSM angesprochen.
Was muss man da bei der Zusatzfutterfütterung beachten? Ist zum Beispiel Süßmolkepulver möglich bei PSFM? Und zum anderen tauche die Frage auf, gibt es magenfreundliche Futter, die zum Beispiel für Kopper geeignet sind? Das sind nun tatsächlich sehr spezielle Fragen. Wollen Sie kurz darauf eingehen oder sagen Sie lieber vielleicht Sprechstunde für solche Spezialfälle? Gut, das können wir natürlich schön in der Sprechstunde besprechen, dafür ist ja da. PSSM ist ja eine Situation, die wir im Grunde nicht behandeln können. Wir versuchen natürlich hier, ich sag mal, gerade von der Ernährung entsprechend uns einzustellen. Das würde total den Rahmen sprengen, wenn wir jetzt darauf eingehen. Aber Sie können zum Beispiel bei PSSM mit dem Leinöl durchaus auch positive Effekte haben. Das heißt, Sie haben sehr leicht verstoffwechselbare Situationen im Bereich der Muskulatur. Sie haben einen hohen Anteil an Energieträgern. Sie haben eine sehr gute Unterstützung des Grundstoffwechsels, was ja bei PSSM unser Problem ist. Also im Grunde wäre zum Beispiel eine Fütterung oder eine Ergänzung, eine Fütterung mit ein bisschen Leinöl, eine sehr, sehr positive Sache. Und funktioniert auch, machen wir ja relativ häufig. Gut, dann zwei Fragen würde ich noch gerne aufgreifen, und zwar eine sehr wichtige, die sicherlich viele auch interessiert, die Frage, was kann man denn füttern, wenn das Pferd schlechte Hufe hat? Zink, Schwefel ist ja da oft im Zusatzfutter. Was würden Sie da noch empfehlen? Ja, also da ist ja diese Diskussion immer auch mit Biotin. Ja, man sagt ja, wenn ein Pferd einen schlechten Huf hat, dann sagt er, ich fütter schon ewig Biotin. Biotin ist im Prinzip ein Provitamin, und das ist im Grunde genommen als alleiniger Wirkstoff nicht so wirklich wesentlich oder wichtig, sondern da muss man eine ganze Kombination wählen. Und das ist auch der Grund, und das ist jetzt nicht nur Geldmache, dass auf dem Markt relativ viele Präparate sind, die also neben dem Biotin zum Beispiel Magnesium drin haben, andere, ich sag mal, Wirkstoffe wie zum Beispiel Stoffwechselaktivantien drin haben, über Hefen zum Beispiel, bis hin zu Teufelskralle und diesen Dingen, dass also diese Kombination nachher auch den Effekt ausmacht. Das ist also der wesentliche Faktor. Klar brauchen wir Magnesium, klar brauchen wir Biotin, klar brauchen wir auch einen entsprechenden Ausgleich an entsprechenden Mineralstoffen da drin, aber das Ganze muss einem ausgewogenen Verhältnis angeboten werden. Also ich wage mal zu sagen, dass eine reine Biotinfütterung, das ist übrigens auch wissenschaftlich bewiesen, dem Huf nichts Gutes macht oder zumindest keinen positiven Effekt hat auf den Fuß, während in der Kombination mit verschiedenen essentiellen Aminosäuren zum Beispiel und diesen Wirkstoffen, die ich gerade sagte, wie gesagt, Hefen und auch Magnesium, wir dann tatsächlich einen deutlich besseren Effekt haben oder einen deutlichen Effekt an der Qualität des Hornes haben. Wir können mit keinem dieser Wirkstoffe oder keinem Zusatzstoff die Wachstumsgeschwindigkeit beeinflussen. Das wissen wir. Wir können im allerhöchsten Fall die Qualität der Hornzelle beeinflussen. Mehr ist es nicht. Mhm. Ja. Aber das können wir und das geht gut. Und die Mittel auf dem oder die Präparate, die Fertigpräparate auf dem Markt sind wirklich durchgehend alle sehr gut und sehr, sehr effektiv. Ja, das ist kein Hexenwerk, das zu bauen, und das ist aber überall auch vernünftig zusammengestellt. Vielleicht dazu auch gleich angeknüpft noch die Frage, Sie hatten es gerade schon angesprochen, wenn viele verschiedene Zusatzfuttermittel nebeneinander hergefüttert werden, dann hat man ja zum Teil einen relativ wilden Mix und überall ist ein bisschen was von dem noch mit drin, was ich dann in einer anderen Dose als Hauptbestandteil habe. Wer schafft denn da Tabula Rasa und guckt wirklich drauf, dass das alles dann auch gut zusammenpasst, damit nicht wirklich übermäßig gefüttert wird? Also im Grunde genommen ist es ja nicht so, dass unsere Pferde nun tonnenweise irgendwelche Zusatzmittel bräuchten, sondern jedes Pferd hat sein spezifisches Problem. Da kann man ein bisschen was unterstützend tun, aber man sollte es ja nun nicht überfrachten. Das haben Sie richtig gesagt. Das Thema ist natürlich, dass wir alle so ein bisschen abhängig sind von, ich sag mal, auch der allgemeinen Marktsituation. Und wenn also in einem Vierfarbdruck irgendwann ein Präparat nochmal angeboten wird, dann muss man einfach mal sich auch die Inhaltsstoffe anschauen und gucken, was habe ich denn überhaupt schon, sowieso schon in meiner Fütterung drin, was brauche ich eventuell, was kann dieses Präparat mir an zusätzlichen Positiven bringen. Wenn man das dann wirklich durchforstet, und ich sag mal, ich wage mal zu sagen, dass mindestens 80% der Zusatzfuttermittel aus unseren Futterwegen verschwindet. Wer kann helfen? Natürlich der Tierarzt.
Ja, der Tierarzt ist Ihr Ansprechpartner, der kann Ihnen ja im Prinzip natürlich Tipps geben, aber ich muss ganz ehrlich sagen, Sie bräuchten theoretisch keinen Tierarzt, denn wenn Sie alleine Wirkstoffe zusammenaddieren und sehen, was ist in den einzelnen Präparaten drin, und Sie haben ja so mal so eine kleine Idee heute gekriegt, wofür ist was, dann kann man ja selbst schon entscheiden, ob ich nun tatsächlich bei dem einen Präparat, in dem zum Beispiel irgendeine Schwefelverbindung ist, bei dem nächsten noch eine Schwefelverbindung und dann noch eine dritte mit Schwefelverbindung, mit Sicherheit, das Pferd mit dem Schwefel nichts mehr Gutes tun kann. Und das muss es ja sein. Es muss ja irgendeinen Sinn machen. Und es darf nicht nur die Beruhigung der eigenen Nerven sein, sondern es soll tatsächlich biologisch am Pferd einen vernünftigen Effekt haben. Und das muss man einfach kritisch hinterfragen. Und die Inhaltsstoffe sind alle bekannt und deklariert. Ja, und dann die letzte Frage, die hier hervorragend passt und das Ganze schön abrundet. Claudia fragt nach dem Sinn von Blutbildern. Die sind ja nur Momentaufnahmen. Wie sinnvoll wäre es, denn dahingehend prophylaktisch Spurenelemente zu füttern und nicht erst dann, wenn es vielleicht mal in dem Blutbild ersichtlich ist, also zum Beispiel Zink für den Fellwechsel spricht sie ganz gezielt an. Also ich würde jetzt nicht das Blutbild davon abhängig machen oder die Konzentration in irgendwelchen Blutbildern davon abhängig machen, dass ich Zink gebe. Zink ist etwas, was Sie geben können, was der Körper, wenn er es nicht braucht, auch relativ einfach wieder verstoffwechselt und ausscheidet. Also Zink kostet kein Geld in Anführungsstrichen, also insofern ist das nicht unbedingt ein Grund, ein Blutbild zu machen. Nur, wenn Sie ein Blutbild machen, gucken Sie ja nicht nur nach den einzelnen Bestandteilen der einzelnen Elektrolyte, sondern Sie gucken, wie ist die Gesamtgesundheit des Tieres. Und daran kann man natürlich sich orientieren und kann sagen, pass mal auf, da fehlt es zum Beispiel im Bereich der weißen Blutkörperchen an irgendeinem Teil oder eine Fraktion ist deutlich erhöht, die roten Blutkörperchen sind vielleicht erniedrigt, wir haben irgendwie eine, ich sag mal, Situation im Bereich der Muskulatur, der Leber oder sonst irgendwo, wo entsprechende Enzyme entgleist sind. Und dann kann man natürlich überlegen, was kann ich jetzt da eventuell tun, damit dieser Stoffwechsel sich wieder auf ein normales Maß reguliert. Ich würde es nicht davon abhängig machen, also die Fütterung von den Elektrolyten würde ich nicht davon unbedingt abhängig machen, dass man da dauernd irgendwelche Blutbilder macht, sondern die Gesamtgesundheit der Pferde und einen Überblick über die internistische Gesamtgesundheit zu bekommen, dafür ist ein Blutbild, ein Suchprofil, ein Pferdeprofil, wie auch immer Sie das nennen, wird in jedem Labor ein bisschen anders genannt, als Überblick über das Pferd eine sehr, sehr gute und mit Sicherheit auch sinnvolle Maßnahme, das zu überprüfen. Ich selbst empfehle das zweimal im Jahr, im Frühjahr und im Herbst und darauf, das ist ein Baustein, das ist nicht der einzige, aber es ist ein Baustein in der Beurteilung der Pferdegesundheit, um tatsächlich auch mittel- und langfristig unsere Pferde leistungsfähig zum Gesund zu erhalten. Absolut, also da geht es ja dann auch wirklich um andere Parameter, die man untersucht und jetzt weniger um die Mineral- und Spurenelementversorgung. Vielleicht ein abschließendes Wort noch, Herr Krehling, und da kommen wir wieder zum Anfang zurück, zur Grundfütterung, zur Kraftfutterfütterung. Wenn ich jetzt wirklich nur Heu, Wasser und Hafer füttere, dann würden Sie wahrscheinlich auch sagen, muss ein landläufig Mineralfutter genanntes Zusatzpräparat, eine gute Mischung für ein normales, gesundes Pferd, glaube ich auf jeden Fall dazu. Das könnte vielleicht so unser runder Schluss auch sein. Genau, also wenn Sie eine reine Heu- und Haferfütterung haben, gibt es von verschiedensten Firmen entsprechende Mineralfutter, die sind alle vergleichbar. Also es gibt kein schlechtes auf dem Markt, jedenfalls kenne ich keins. Wenn Sie von der Menge 80 bis 100 Gramm am Tag geben, ist es also für das durchschnittliche Pferd absolut ausreichend und ergänzt Ihre Haferheufütterung ideal. Wenn wir Müsli füttern oder Pellets füttern, dann haben wir ja da schon Substanzen drin. Das heißt, auch da müsste man darauf achten, dass sich da nichts doppelt und verdreifacht. Vielleicht das einfach nochmal. Mineralfutter machen Sie jetzt grundsätzlich nichts verkehrt. Also wenn Sie sagen, ich gebe trotzdem noch ein bisschen Mineralfutter dazu, aber Sie haben recht, die konventionellen oder die also vorgefertigten Fertigfutter haben eine entsprechende Vitamine und Mineralstoffvormischung drin. Das ist auch Standard, mit denen Sie auf jeden Fall Ihr Pferd entsprechend auch versorgt haben. Ja, dann danke ich Ihnen ganz, ganz herzlich für die vielen Antworten. Ich danke auch unseren Teilnehmern, unseren Hörern ganz herzlich für die Frage. War eine tolle Beteiligung am Chat. Ich glaube, so viele Fragen hat man
fast noch gar nicht, aber das Thema ist einfach auch super spannend. Ich möchte Sie deswegen auch jetzt nochmal an das neue Format erinnern und dazu einladen. Herr Dr. Gröning hat es vorhin ja auch erläutert. Es gibt diese Expertensprechstunde mit ihm, die sich jeweils jetzt auch auf das Thema der aktuellen Webinare bezieht. Zum Thema Zusatzfutter wird dieses stattfinden am Donnerstag, 29. November um 19.30 Uhr, kostet 15 Euro pro Teilnehmer, 9 Euro für Pferdeconnection-Mitglieder, maximal 10 Teilnehmer sind mit dabei und somit ist einfach genügend Zeit für Ihre individuellen Fragen. Das ist eben das Angebot vom Herrn Dr. Gröning. Der Link war bereits im Chat und wir veröffentlichen ihn auch gerne natürlich nochmal in der Pferdeconnection auf Xing. Ja, und wir werden jetzt, haben wir gerade mal so spontan parallel besprochen und werden das in den nächsten Tagen noch vertiefen, sicherlich einige Themen, die jetzt aufgetaucht sind und die super spannend sind, nochmal aufgreifen in der Pferdeconnection selbst, werden dazu auch nochmal Material einstellen und ich hoffe, Herr Dr. Gröning, Sie sind dabei. Ich denke, wir könnten das beide zusammen miteinander machen, dass wir einfach da ein paar kurze Stücke noch zusammen gestalten, die wir Ihnen dann eben in die Pferdeconnection aufziehen, dann auch einstellen ins entsprechende Gesundheitsforum. Ich möchte Ihnen allen zum Schluss noch unser nächstes Webinar ans Herz legen, ebenfalls wieder mit Dr. Gröning. Er wird sich beim nächsten Mal dann mit der Gesundheitsprophylaxe in der Pferdehaltung beschäftigen. Und zwar am Donnerstag, 8. Dezember, wie immer um 19 Uhr und ich hoffe, Sie sind alle wieder mit dabei. Am Ende möchte ich mich nun ganz herzlich bei Ihnen allen bedanken, die heute Abend unsere Pferdeconnection waren. Danke, liebe Teilnehmer zu Hause, für Ihre Aufmerksamkeit und für die Beiträge. Lieber Herr Dr. Gröning, ganz herzlichen Dank auch Ihnen für diesen super spannenden Vortrag. Und last but not least, vielen, vielen Dank an das tolle Team hinter den Kulissen, an Martin Puscher in Hamburg und an sein Regie-Team, und an Alexandra Wassenhofen von der Pferdeconnection, die unsere Webinare immer so toll und wunderbar organisiert. Auch in Ihrem Namen sage ich für heute Abend, bleiben Sie uns treu, empfehlen Sie uns weiter und schalten Sie uns beim nächsten Mal gerne wieder ein. Einen schönen Abend aus Stuttgart wünsche ich allerseits. Tschüss, eure und Ihre Christine Felsinger. Tschüss, Herr Gröning. Tschüss, Herr Felsinger. Vielen, vielen Dank. War sehr nett. Danke an alle Zuhörer. Bis zum nächsten Mal.